Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Mal eiskalt die Einladung von Andy geklaut. Wir schreiben heute den 9. Januar, zumindest ist dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil unser Puro-Experte uns ein bisschen warten gelassen hat. Das ist jetzt unfair, aber muss man ja mal so sagen. Wir beschäftigen uns heute mit Wrestle Kingdom 12, der umstritten oder vielleicht auch unumstritten zweitgrößten Wrestling-Show des Jahres von New Japan Pro Wrestling, die wie in jedem Jahr am 4. Januar stattfand im Tokyo Dome in der japanischen Hauptstadt vor circa 35.000 zahlenden Zuschauern. Insgesamt waren es, glaube ich, über 40.000. An meiner Seite, wie ihr vielleicht schon ahnt, wieder der Claudio. Guten Tag. Und ja, war wieder eine bombastische Show. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auch viele, viele, viele Wrestling-Fans sind, glaube ich, zum ersten Mal mit New Japan Wrestling so richtig in Kontakt gekommen. Wenn man sich so umgehört hat, viele, die tatsächlich sich im Vorfeld auch darüber erkundigt haben, wie sie denn die Show sehen können, wie sie den New Japan World ordern können. Sicherlich generell der Hype, der dann so im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres so entstanden ist, nicht durch zuletzt durch die Match-Serie von Okada und Omega, aber natürlich auch durch den Auftritt von Chris Jericho und das Match bei Wrestle Kingdom zwischen Jericho und Omega haben dazu geführt. Und ich denke, ich weiß nicht, Claudio, hast du noch irgendwas zu sagen vorweg? Ja, außer dass, wie du schon gesagt hast, dass viele Leute dazu neu gekommen sind. Im Board gab es ja schon ein paar Leute, die gesagt haben, ja, ich möchte gerne die New Beginning Shows mir auch angucken, wo man schon merkt, ah, Wrestle Kingdom hat wohl mehr dafür gesorgt, dass sie das Interesse haben. Das freut mich persönlich natürlich, wenn mehr Leute New Japan schauen. Im Live-Chat waren auch ein paar Leute, die dann immer gerne Fragen gestellt haben. Halt, wenn man noch nie mit dem Wrestling in Japan in Berührung gekommen ist, dann weiß man ungefähr gar nicht, was einem so erwartet. Wir sind da recht offen im Puro-Bereich, also habt ruhig Fragen, stellt sie, wir beißen nicht und ja, dann werdet ihr ein bisschen schlauer sein am Ende. Wie, je nachdem, wie lange das jetzt hier dauert, können wir dann vielleicht auch am Ende nochmal drauf eingehen, weil auch gefragt wurde, wie denn das so bei New Japan läuft, weil es ja keine wöchentlichen TV-Show im eigentlichen Sinne gibt. Also die gibt's eigentlich schon, aber es läuft eben halt ein bisschen anders ab, als man das vielleicht von WWE, TNA oder von anderen größeren Promotions kennt. Es ist eigentlich relativ einfach zu erklären, aber dann auch relativ schwierig zu erklären. Irgendwie. Also ich habe versucht, das in Worte zu fassen, habe gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, obwohl es eigentlich einfach ist. Okay, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar mit der Pre-Show. New Japan Rumble. Berühmt, berüchtigt, wenn man so möchte, ein ganz, ganz großer Autounfall, eigentlich wie jedes Jahr, in dem man, ich glaube, dieses Mal waren es 21 Wrestler, warum auch immer 21, ich glaube, es gibt auch gar keine feste Zahl, dementsprechend war auch, ich habe es auf Englisch geguckt, Kelly genau. Kelly dann überrascht oder dankbar dafür, dass ihm jemand gesagt hat, dass dann Kakihara der Letzte war. Ja, das hat man auch, glaube ich, verkündet, auf Japanisch, zumindest das jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Kakihara, der letzte Teilnehmer ist. Ich meine, letztes Jahr hatten wir nur 14. Und was? Ja, letztes Jahr waren tatsächlich nur 14 Leute beim Rumble dabei. Das habe ich gar nicht mehr im Erinnerungssystem. Und da hatten wir auch so Talente bei wie Scott Norton, Hiro Saito, ja. Yoshitatsu, Kuniaki Kobayashi oder auch niemals zu vergessen Bone Soldier. Wo ist eigentlich Yoshitatsu abgeblieben? Yoshitatsu ist mittlerweile bei All Japan Pro Wrestling. Der Vertrag bei New Japan ist ausgelaufen und die haben ihn nicht mehr verlängert. Und jetzt ist er manchmal in den USA, da lebt er ja, macht ein paar Indie-Bookings und ist meistens in Japan bei All Japan tätig. Dort auch relativ over, das was ich so ein bisschen mitgekriegt habe. Glaube irgendwie beim dritten oder vierten Match hatte er schon Titelchance auf die Triple Crown, aber die hat er verloren. Und die Tag League hat er mit dem Ace von All Japan, Kento Miyahara, bestritten. Also es ist definitiv besser als bei New Japan, sagen wir mal, für den ehemaligen WWE-Mann. Und genau wegen so einem Scheiß habe ich auf dich gewartet, bis du wieder Zeit hast für den Podcast.
Was denn? Ja, und ich habe gerade mal noch geschaut eben. Wrestle Kingdom 10, wo wir das erste Mal den Rumble hatten, mit Gewehr natürlich. Ich glaube, wir hatten davor keins bei Wrestle Kingdom 9. Da waren wir 18. Ja, dass das nie so eine feste Zahl ist, war mir schon bewusst, aber ich dachte immer, es wären immer um die 20 gewesen. Aber 14 ist natürlich. Ha! Naja, sei es drum. Ich glaube, Genau. Jens? habe ich mich gemutet? Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube, wir fassen uns hier mal relativ kurz. Wir gehen mal kurz durch, wer mitgemacht hat und fassen mal einige Highlights zusammen. Das ist nicht viel, um ehrlich zu sein. Also mitgemacht haben Katsuyori Kitamura, Bushi, Delirious, aka der Headbooker von Ring of Honor, Leo Tonga, Nakanishi, Chase Owens, Yuji Nakada, Taka Michinoku, Kanemaru, El Desperado, Yasha Van den Liger, Tiger Mask, Gino Gambino, Henare, Yoshihashi, David Finlay, Yujiro Takahashi, Cheeseburger, Kojima, Tenzan und Kakihara. Ja, Kakihara hat dann auch das Ganze gewonnen. Kommen wir dann vielleicht gleich nochmal ganz kurz dazu. Bisschen näher auf den Herrn. Also wie gesagt, es war eigentlich ein reizender Autounfall, um ehrlich zu sein. Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind, wäre zum einen der Pop für Yashin van der Leiger, wer hätte es gedacht? Der eigentlich mit am meisten over war. Ich würd auf eine Stufe vielleicht noch stellen mit Kojima und Tenzan und, was mich eigentlich ein bisschen überrascht hat, Cheeseburger. Cheeseburger hat einen verhältnismäßig lauten Pop bekommen. Glaube, das war jetzt, der war auf jeden Fall letztes Jahr schon beim Rumble dabei. Ja. Ich Ich weiß nicht, glaube, vor ob er. 2 Jahren auch schon, glaube Ich glaube auch, auf jeden ich. Fall. Ich glaube, bei den Honor Rising Shows war er da. Und da hat er ja Liger so ein bisschen ihn unter Obhut genommen. Und der ist relativ overgekommen in Japan. Kann man gar nicht sich so bei ihm vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, zu den Leuten. Vielleicht muss man auch erwähnen, das habe ich erst bei der Wiederholung von dem Rumble erst erfahren. Henare ist ja jetzt momentan unterwegs als Tor Henare. Das war auch schon beim Rumble so. Deswegen, vielleicht muss ich es mal im Bericht ändern und aktualisieren, dass er da auch schon als Tor Henare aufgetreten ist. Ansonsten kann man noch erwähnen, Gino Gambino ist ein Australier. Glaube hauptsächlich bei Melbourne City Wrestling, die auch mit New Japan eine Partnerschaft haben, ist er dort regelmäßig, ist dort als Mr. Juicy verkündet. Und im Mitte November hatte der ein Match gegen Bad Luck Fale, wenn ich mich richtig erinnere, und nach dem Match hat Fale ihn in den Bullet Club gerufen. Wenn man Wikipedia-Seite nachguckt, steht er auf jeden Fall da. New Japan hat ihn halt noch nicht registriert, aber mal gucken, ob er regelmäßig jetzt in den Shows auftreten wird oder ob das halt quasi nur ein einmaliger Auftritt war. Und da können wir auch gleichzeitig erwähnen, New Japan ist im Februar in Australien für 4 Tourneestops und da wird, denke ich mal, Gambino natürlich als Australier Heimrecht ein bisschen genießen können. Ist für mich eigentlich auch der einzige logische Grund, warum man jemanden wie Chino Gambino vielleicht einen Vertrag geben sollte. Weil ich glaube, auf minder talentierte Leute muss man heutzutage nicht unbedingt setzen. Also gerade wenn es jetzt irgendwie um Ausländer geht oder nicht japanische Wrestler, da gibt es so viele und auch so viele, die sich ein Bein ausreißen würden, um da aufzutreten. Auch Leute wie Matt Riddle und eben Jeff Cobb und so. Da braucht man nicht unbedingt einen Chino Gambino. Und wie das Match gegen Bad Luck Fale aussah, möchte ich mir eigentlich auch gar nicht unbedingt vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber natürlich vor dem Hintergrund, dass ja wahrscheinlich New Japan dann auch in Australien, was ja nicht so weit weg ist, durchaus. Und Australien ist ja durchaus eine Wrestling-Szene, die aufstrebend ist, sagen wir zumindest so, zumindest von dem, was man so hört, dass man dort einen Fuß reinbekommen will, dann braucht man vielleicht jemanden wie Chino Gambino. Aber wenn das das Beste ist, was dort rumläuft, naja. Ich habe gerade mal geschaut, es war ein Tag-Team-Match mit Fale an der Seite, so rum, gegen das Tag-Team Helter Skelter. Das sind Ali und Jake Andre Water. Wahrscheinlich zwei australische Indie-Talente. Ich weiß noch, dass Jonah Rock, der bei PWG beim Bola dabei war, dass das auch ein Talent ist. Ich glaube, der kommt sogar aus Neuseeland, nee, aus Australien. Dann glaube ich auch noch, wer beim Bola dabei war, Adam Brooks, der ja mit Will Ospreay ein Sensationsmatch abgeliefert haben soll.
Und Australien boomt so ein bisschen, es fällt halt nur sehr unterm Radar und deswegen glaube ich, dass New Japan dem fünften Kontinent so ein bisschen helfen kann mit der Na, ich Tour. denke einfach, New Japan sieht auch, dass man dort gut Geld machen kann. Ich meine, man muss ja so legen, von Japan aus ist alles ziemlich weit, ne? Australien ist dann immer noch was, naja, nee, ist ein bisschen relativ immer, ne? Aber Australien ist nicht so weit jetzt weg entfernt von Japan. Das soll heißen, zumindest wahrscheinlich näher. Ich könnte mich aber natürlich auch täuschen, weil es ist natürlich ein bisschen unfair, ne? Dort ist nur Wasser dazwischen. Aber theoretisch vielleicht auch ein bisschen näher als Europa. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Japan dort dann auch gerne, New Japan dort gerne regelmäßig Shows veranstalten möchte, logischerweise. Und dort durchaus Geld sieht. Man hat ja dann auch, vielleicht war man gerade noch einen Henare mit dabei, der kommt aus Neuseeland, passt ja auch ganz gut. Sein Gimmick ist offensichtlich Umaga 2.0. Ja, der glaube ich Wurzeln aus Samoa und deswegen hat er jetzt so ein bisschen sein Gimmick verändert und Ja, ich glaube, der kommt aus Neuseeland. Und eigentlich Neuseeland ist ja bekannt dafür, für das, was er da gezeigt hat. Also wir assoziieren das im Wrestling immer mit Samoa, ne? Aber ja. diese Stammeskultur und so ist ja eigentlich eher, man kennt es ja vom American Football. Und da wirst du am ehesten dort wahrscheinlich die Neuseeländer damit in Verbindung bringen. Und das ist aber die gleiche Kultur, die es im Grunde auch auf Samoa geschafft hat. Also wenn man so möchte, sind das ja verwandte Kulturen. Also original kommt das Ganze, was wir mit Umaga und Samoa verbinden, dann, das Original kann man auch nicht sagen, aber Neuseeland ist im Grunde ähnlich. Ja, denke ich auch mal. Versuche gerade Henares Twitter-Account so ein bisschen nachzuverfolgen, ob ich den Tweet noch finde, wo er sich erklärt hat, was er für eine, wo seine Eltern herkommen, weil er bei einem Tweet ihm irgendeiner geschrieben hat, ah, er sieht ein Mix aus von The Rocks erstem Gimmick und Tatanka. Deswegen hat er das da ein bisschen erklärt, dass da ein bisschen mehr hinter steckt. Ja, das mag sein. Ja, wie gesagt, das ist halt, ne, also ich, für mich war es sofort tatsächlich eher so ein Neuseeland-Stereotyp. Ja, ich habe ihn gerade gefunden. Also, er hat gesagt, er ist ein neuseeländischer Maori und ein Uramerikaner Wampanoag, oder wie das auch man immer das ausspricht. Deswegen die Kombination aus Rocky Maivia und den Usos, so hat ihn einer beschrieben. Ja, das so kurz zur Erklärung. Und damit ist auch eigentlich auch sein Young Lion-Status quasi jetzt ein bisschen abgelegt worden, weil Young Lions dürfen sich eigentlich von ihrer Präsentation her nicht so großartig viel verändern. Wenn man sich Kazuya Kitamura aussieht, außer dass er natürlich ein Biest ist von seiner körperlichen Statur her. Die Young Lions sind eigentlich quasi dazu verdammt bei New Japan in Anführungsstrichen. Dass sie schwarze Schuhe haben, schwarze Kneepads und eine schwarze Hose und mehr nicht sozusagen vom Aussehen her. Deswegen, wenn sie ein bisschen ihr Aussehen verändern oder halt jetzt wie Toa Henare den Namen oder den kompletten Auftritt, dann legen sie quasi das Young Lion-Status ab und versuchen halt ohne Exkursion sich halt so durchzukämpfen. Ja. Kommen wir vielleicht mal kurz auf den Sieger. Wie gesagt, Masahito Kakihara, der, ich dachte erst hoch, ist es Loki? Wo ich dann gesehen hat. Nee, es ist so ein bisschen älterer Herr, ich glaube Mitte 40, der Anfang der Nullerjahre für New Japan und für All Japan in den Ring gestiegen ist, hat auch mal das Best of the Super Juniors gewonnen, ist dann an Krebs erkrankt und ja, hat den Krebs besiegt, ist hier quasi zurückgekehrt. Ich glaube, der hatte dann extra nochmal geschaut. Ich glaube, der hatte letztes Jahr schon ein Match irgendwo. Also es war jetzt nicht sein erstes Match seit vielen Jahren. Ich glaube, bei Big Japan oder irgendwie so war das. Ja, da hatte er ein Exhibition-Match. Ja, und ansonsten war das, glaube ich, seit vielen Jahren oder einigen Jahren das erste Match. Also seine Karriere, seine Fulltime-Karriere ist schon länger vorbei. Und als, ja, Dankeschön kann man nicht sagen. Aber im Grunde als Zeichen zu setzen, vielleicht auch ein bisschen auf Krebs in dem Fall aufmerksam zu machen, hat man ihm hier nochmal diesen Spot gegeben, durfte das Match auch gewinnen, stand, also die letzten vier waren Kojima, Tenzan, Cheeseburger und eben Kakihara,
Natürlich Kojima und Tenzan. Wenn man so möchte, haushoch Favorit eigentlich, haben sich dann aber mehr oder weniger selbst eliminiert. Und ja, Kagehara hat dann Cheeseburger gepinnt und durfte sich hier den Sieg einfahren. Ich meine, für das Standing des New Japan Rumbles war das nix, aber ganz ehrlich, wenn man das ganze Match gesehen hat, war das generell nix für irgendein Standing. Es ist halt, um ein paar Leute auf die Karte zu bekommen. Ich sehe es halt immer ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite bewundere ich es immer, wenn Leute, also wirkliche Legenden und ehemalige Aushängeschilder oder World Champions wie Liger, wie Nakanishi, oder Nakata, Kojima, Tenzan, wenn die dann in so einem Match antreten, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ich weiß nicht, muss eine Legende wie Liger, muss er, ist es nicht ein bisschen unter seinem Niveau? Ja, aber ich glaube auch, dass Liger körperlich halt nicht mehr in der Lage ist, ihn zum Beispiel in einem Titelmatch zu sein, oder das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr sein Anspruch generell. Nee, dass er, aber tut's da nicht vielleicht irgendwie eher so ein, keine Ahnung, so ein typisches, wie bei New Year's Dash 8-Mann-Take-Team-Match oder irgendwie sowas, was nicht nur auf Comedy ausgelegt ist, oder eben notfalls gar nicht. Also ich will, dieses New Japan Rumble und wie man das aufbaut, das ist, man mag man jetzt in Japan ein bisschen anders sehen, ne? Kann man vielleicht auch generell ein bisschen anders sehen. Für mich ist es aber immer ein bisschen so, es tut mir ein bisschen weh. Da musst du dir mal vorstellen, ich meine, wir schimpfen immer darum, was bei WWE passiert, aber das ist ein bisschen so, als wenn, keine Ahnung, der Undertaker und Chris Jericho und Goldberg und wie sie alle heißen, bei der WrestleMania Pre-Show in der Battle Royale, Andre the Giant Battle Royale antreten und das ist eigentlich nur ein Comedy-Match. Tja, und dann gewinnt Vergleich. Am Ende James Ellsworth. Ja, sehr guter Vergleich. Wo ich mir ein bisschen so sage, es ist cool, die Leute zu sehen, aber auf der anderen Seite tut es mir fast schon ein bisschen, ich glaube, die sehen das wahrscheinlich nicht so eng wie ich jetzt hier gerade, aber es tut mir dann auch fast schon ein bisschen weh, wenn ich mir so sehe, dass eigentlich die Leute, die wirklich Weltklasse-Wrestler waren und die New Japan auch zu einem gewissen Zeitpunkt mal bestimmt haben oder die eigentlich, wenn man so möchte, im Falle von Liger ja auch wirklich eigentlich das Wrestling-Business auf eine gewisse Art und Weise verändert haben, dann so eine Rolle bekommen. Aber gut, ich meine, wie gesagt. Das soll es dann auch sein mit der Pre-Show. Gehen wir in die Hauptshow. Da war genau. Das erste Match 1 von 1, 2, 3, 4, 5, 6, von 7 8. Titel, 8 Titelmatches. Ja, und wir hatten zwar, ja nur 1, was er keins macht. Ja, genau. Und zwar verteidigten Roppongi 3K, Sho und Yo ihre IWGP Junior Heavyweight Take Team Titles gegen die Jungböcke. Gegen die Young Bucks. Ja, die Young Bucks sind mittlerweile, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie jetzt in den letzten Jahren immer im Opener waren, aber ich glaube schon. Ich glaube, die fahren fast immer im Opener, oder? Oder zumindest meistens, wenn dann im zweiten oder dritten Match, aber nicht viel weiter, glaube ich. Ja, mit allzu großer Sicherheit glaube ich das auch, dass sie regelmäßig Opener waren. Ich schaue mal in der Zeit ein bisschen nach. Ja. Ja, Sho und Yo bis dahin im Grunde zurückgekehrt von ihrer Exkursion, haben das Super Junior Tag Team Title Tournament gewonnen, haben sich dann die Titel gesichert, hatten hier halt dann ihr Rematch auf großer Bühne gegen die Young Bucks. Ja, das Match begann im Grunde erstmal, wie man das so erwartet, also mit dem ein oder anderen großen Spot und mit dem ein oder anderen kranken Bump. Der führte dann im Grunde auch zur Match-Story, und zwar, dass ich nämlich sowohl Matt Jackson als auch, hilf mir mal, war das Sho oder Yo? Ich kann die nicht mehr halten. Sho ist der mit dem blonden Haaren. Ich habe auch lange gebraucht, um die beiden auseinanderzuhalten. Okay, also war es Yo. Beide haben sich dann halt am Rücken verletzt nach spektakulären Bumps. Das war im Grunde dann auch die Match-Story. Beide haben stark ihren Rücken gesellt, gab immer wieder Submissions-Moves dementsprechend. Ja, es war, würde ich sagen, nicht das Young Bucks-Match, wie man das aus der westlichen Welt kennt, sondern sie passen sich dann immer auch schon gut an der japanischen Szene. Auch hier vor allen Dingen hat man eben relativ viel gesellt, gerade was für die Bucks angeht. War es vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt, wo man vielleicht was beweisen wollte sogar. Soll heißen, dass man so ein Match aufziehen kann. Natürlich gab es dennoch jede Menge spektakuläre Moves. Letztendlich endet das Match aber tatsächlich via Submission. Also Yo, wie gesagt, der sich am Rücken verletzt hatte, gab auf im Sharpshooter von Nick Jackson
Und wie in der Pre-Show schon angekündigt, wie sagte Julian einmal so schön, also Zack Attack, wenn die Bucks in irgendeinem Titelmatch stehen, sollte man immer damit rechnen, dass sie den Titel gewinnen. Und so auch hier, die Young Bucks zum, ich weiß gar nicht, sechsten oder siebten Mal, Junior Heavyweight Tag Team Champions. Ja, ich habe mal eben geschaut, bis die Young Bucks gar nicht mehr bei Wrestle Kingdom aufgetreten sind. Also von ihrem ersten Auftritt bei Wrestle Kingdom 8 durchweg stets im Opener, also wenn man die Dark Matches wirklich ausklammert, sind sie wirklich, tatsächlich letztes Jahr nicht. Da dachte ich erst, das war halt ein Dark Match, nämlich Tiger Mask W gegen Tiger the Dark, was auch das war erst, glaube ich, angekündigt für die Pre-Show, dann hat man es doch in die Hauptshow gepackt, warum auch immer. Und wenn man das mal ausklammert, sind die Young Bucks stets in dem Opener und auch Wrestle Kingdom 8, 9, 10 stets in einem Four-Way-Match gewesen, was ja dieses Jahr nur auf dem Singles-Title gewesen ist. Ja, ich glaube, letztes Jahr dieses Tiger Mask Match, das war auch zwischenzeitlich für die Pre-Show angekündigt. Und dann hat man es, glaube in die Hauptshow verschoben. Genau. Meine ich mich dran zu erinnern. Ne? Das waren genau. Ja rund um den Hype für den neuen Tiger Mask Anime, den man in Japan gemacht hat. Und deswegen hatte man sich gedacht, wir nehmen einfach den Hauptprotagonisten Tiger Mask W und lassen ihn gegen seinen Hauptbösewichten Tiger the Dark antreten. Und deswegen hat man sich gedacht, Kota Ibushi einfach unter der Tiger Mask W-Maske zu stecken und sein Gegner wurde gespielt von ACH. Hm. Okay. Deine Meinung zu dem Match? Ja, für mich war das Junior Heavyweight Match großartig. Also ich fand's wirklich richtig gut. Man hat eine Story gehabt. Es war halt nicht dieses typische Young Bucks Spot Festival, wenn man das so sagen möchte. War wirklich eine gute Match-Story bei, auch die Bearbeitung von den Rücken von Jo und beziehungsweise auch von Matt Jackson, der ja auch einen bösen Bump genommen hat. Für mich sonst eigentlich bei Roppongi 3K Show derjenige, der mich eher überzeugen kann. Aber dieses Mal hat's Jo gemacht. Der war wirklich ein Star-Performance, würde man so sagen. Er hat wirklich alles geliefert, um sich wirklich nochmal zu präsentieren. Und generell kann man eigentlich sagen, zumindest kam mir das Gefühl rüber, dass die Undercard, die sonst immer steht, so zweite, dritte Match, dass die mal richtig sich gedacht haben, so viele Leute schauen Wrestle Kingdom jetzt neu, dadurch, dass halt Chris Jericho dabei ist. Deswegen legen wir nochmal 10% mehr drauf als sonst. Deswegen kann man eigentlich sagen, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die gleich noch kommen, war die Undercard wirklich mega stark und deswegen auch das Event so richtig gut. Für mich war es sogar das viertbeste Match der ganzen Card, wenn ich das so schon mal vorweg sagen kann. Also ich überlegen. Viert oder fünft. Also ich sehe vielleicht zwei auf dem vierten Platz. Ja. Ja, aber kann man schon so sagen. Also meistens in der Größenordnung ist es halt einfach auch nur so, die Opener sind nicht dazu da, um die Show zu stehlen. Danach müssen sich halt auch die Bugs richten. Und dafür holen sie aber dann doch immer regelmäßig sehr viel raus. So heißen eigentlich, hast du da immer irgendwie was um die 3,5 Sterne. Richtung 4 Sterne hast du eigentlich immer. Von daher ist das schon aller Ehren wert. Genau. Und was sagst du grundsätzlich dazu, dass sie wie das Champions sind, stand ja auch ein bisschen in der Kritik. Ich meine, ich fand es, wie gesagt, eigentlich irgendwie schon folgerichtig am Ende des Tages, aufgrund dessen, dass man eben nicht wirklich Herausforderer hat und Show und Jo ansonsten dann gar niemanden mehr gehabt hätten. Also gemeint dafür. Ja, also das ist auch das, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, dass eigentlich für Roppongi 3K sich die Herausforderer totgelaufen haben, weil was hätte man bei einem Sieg hätte noch machen können? Man hätte Liger und Tiger Mask als Team, könnte man theoretisch hinstellen aufgrund des Legendenstatus. Du könntest aber auch dann booken, Gedo und Yado quasi, wir sind die Legenden vom Junior Heavyweight Tag Team Wrestling, ihr müsst erstmal an uns vorbei, das haben wir auch bei Noah ein bisschen gemacht, dass die beiden nochmal eine Chance hatten.
Ja, und sonst wäre halt höchstens LRJ haben sie auch, wäre theoretisch drin gewesen, Bushi und Hiromu, aber für Hiromu hat man zurzeit andere Ideen. Ja, deswegen wäre Bushi dann halt ohne Partner, dementsprechend würde auch rausfallen. Taguchi Japan haben viele halt angesehen, Kushida, der sich quasi vom Tag Team Wrestling losgelöst hat, um halt quasi das Ace zu werden von der Junior Division, wäre auch wieder im Tag Team zu stecken, dann ein bisschen problematisch gewesen. Taguchi hat halt keinen Partner dadurch, dass Ricochet weg ist. Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen totgelaufen halt für 3K und deswegen hat man sich halt entschieden, den Titel wechseln zu lassen. Zwar auch nicht die ideale Lösung, aber ich hoffe mal, dass Gedo irgendwann mal die Nachsicht haben wird, dass sich die Junior Heavyweight Division totgelaufen hat und dass man dann einfach Open Weights Tag Team Titels macht und dass man dann einfach die Heavyweight Division mit der Juniors verbindet und Naja, man muss sich ja auch sagen, auch die Heavyweight Division hat sich totgelaufen. ja, hat sie auch. Also Sagst du. jetzt haben wir zwar Von mit daher. Sanada Evil zwar neue Leute, die mal gar nicht in den Tag Teams waren, aber wir hatten letztes Jahr genug KES gegen GOD gegen War Machine. Genau. Also das ist im Grunde der Punkt. Na klar, jetzt hast du Sanada und Evil, dafür ist War Machine wieder weg. Also spätestens, wenn das halbe Jahr rum ist, hast du wahrscheinlich alle möglichen Paare schon wieder gesehen. Genau, und deswegen, ich würde es echt gut finden, wenn man einfach die Divisions in der Tag Team Division zumindest zusammenlegen würde. Es würde auch, glaube ich, so gar nicht so sehr auffallen, wenn die Young Bucks gegen die Heavyweights antreten, weil Ja, Sanada und Evil sind jetzt auch nicht die Riesen. ja, Das genau. hast du relativ deutlich gesehen bei Wrestle Kingdom. Genau, nimmt man KES raus, weil die fallen halt mega Ja. auf. Zum Beispiel Young Bucks gegen Yoshihashi und Trent Barretta. Würde man jetzt spontan nicht auf die Idee kommen, dass die beiden von Chaos jetzt Heavyweight sind? Richtig. Also, es wäre durchaus möglich und ich fände das sogar eigentlich eine recht gute Idee, dadurch, dass man halt dann viele Paarungen hat. Es würde zwar ein Tag Team Turnier rausfallen, zum Beispiel wäre das dann das Super Junior Turnier für die Aber das Heavyweights. läuft ja eh unter ferner Liefen. Genau, Wenn man da jetzt sind ehrlich sowieso ist, nur was man. meistens so 4 oder 8 Teams bei. Ja. Zwei Runden fertig und der Sieger ist dann bei Power Struggle. Ja, also es würde wirklich der Division helfen, wenn man die Titel wirklich vereint. Wenn man das mit den Young Bucks durchziehen möchte, wäre auch eine Idee, um sie damit quasi nochmal nach vorne zu bringen. Oder man lässt halt dann am Ende die Heavyweight Champions gewinnen, um damit nicht anzudeuten, die Heavyweights verlieren plötzlich gegen die Juniors. Ja, man hat das Beste draus gemacht. Man hat jetzt für, ich glaube, New Beginning in Osaka, wenn ich mich nicht vertue, hat man jetzt nochmal das Rematch gebucht zwischen den beiden Tag Teams. Deswegen könnte das nochmal auch ein sehr starkes Match werden. Ja, mal sehen, wie es danach weitergehen wird. Ja, zweites Match des Abends. Eigentlich im Grunde das Match, von dem ich mir im Vorfeld am wenigsten erwartet habe, aus gutem Grund. Das Never Open Weight Six-Man Tag Team Championship Match, Gauntlet Match, um ganz genau zu sein. Ich sehe gerade auf dem Gericht falsch geschrieben, da steht Gauntlet. T. Egal. Erinnere ich dann noch. Der Bullet Club in Form von Bad Luck Fale und Tama Tonga und Tangaloa verteidigen ihren Titel gegen Chaos. Ishii, Yano, Peretta, Suzuki-Gun, Zebri Jr., Iizuka, Taichi, dann Makabe und Taguchi und Juice Robinson und zum Schluss noch Elgin und War Machine. Erstes Match war Zack Sabre Jr., Takashi Iizuka und Taichi gegen Michael Elgin, Ray Raw und Hansen. Ja, wie soll ich sagen? Es ging im Grunde. Um es kurz zusammenzufassen, Iizuka war zwischenzeitlich am Drücker mit seinen, wie nennt man das, Eisenklaue. Ja, das sind die offizielle Bezeichnung von New Japan, ist ein Finisher, Iron Finger of Hell. Okay, alles klar. Ja, eben als War Machine schon ihren Finisher, den Fallout zeigen wollten, gab es eben im Grunde dann den Run von Iizuka und letztendlich nahm Zack Sabre Jr. dann Ray Rowe in einen Choke und chokte ihn aus. Nach circa 6 Minuten waren also Michael Elgin und War Machine, die ja New Japan und Ring of Honor verlassen werden, vermutlich zu WWE NXT wechseln werden, waren damit ausgeschieden.
Damit kam dann im Grunde das zweite Team zum Zug. Das waren Tomohiro Ishii, Toru Yano und Trent Peretta. Es gab also dann mehr oder weniger die Raumpaarung Toru Yano gegen Takashi Iizuka. Ja, sie waren mal früher ein Tag Team bei Chaos. Also, ja. Die haben halt eine Vergangenheit und Yano gegen Ishii war auch so ein Traum. Ja. Es ging ja zum Glück nur 41 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, es war, aber so richtig kam es dann doch nicht dazu, weil Yano im Grunde sein Signature, den Loblo, zeigte und dann Taichi einrollte. Damit waren in unter einer Minute dann auch Suzuki-Gun eliminiert. Das nächste Team war dann Toki Makabe und Taguchi Japan, also Yusuke Taguchi und Juice Robinson. Das ging dann ein bisschen länger, circa 3,5 Minuten. War eben halt, dass sie im Grunde erstmal Yano sich vorgeknüpft haben, auch mit jeder Menge Clotheslines gegen Yano, der in der Ringecke stand. Gegen Ende dann hat Dagusha seinen inneren Shinsuke Nakamura rausgeholt und den ist eine typische Geste vor dem Kinshasa oder Beaumarchais vielleicht viel mehr gezeigt. Aber als er die Aktion dann zeigen wollte, wurde er von Yano eingerollt und damit war auch das Match beendet. Dann kamen die Champions als letztes Teams, Bad Luck Fale, Tama Tonga und Tangaloa. Wurde das Match dann auch tatsächlich für einen kleinen Moment ein bisschen besser. Erst war es im Grunde Ishii, der sich mit Bad Luck Fale beschäftigt hat, der immer wieder versucht hat, seinen Brainbuster, der im Grunde für uns eigentlich nur ein Vertical Suplex ist und wo mir sofort wieder eingefallen hat, wie Oberlin so ein Vertical Suplex sein kann. Also er hat es im Grunde immer wieder angesetzt im Move und das war jetzt, normalerweise ist es immer so bei Tokyo Dome Shows, dass es immer ein bisschen langsam losgeht, so heißt es in den Opern ist eigentlich meistens immer eher Totenstille, man hört nur das Gemurmel, war dieses Jahr eigentlich nicht so, war nämlich eigentlich schon beim Junior Tag Team Champion Match schon gute Stimmung mit dabei, aber auch hier wieder sind die Fans erst bei den Ansatz steil gegangen und dann, als Ishii dann tatsächlich den Brainbuster zeigen konnte, war eigentlich der erste richtig große Pop des Abends. Und da dachte ich mir so, hey, Vertical Suplex. da zeigen andere irgendwie, wenn du guckst, keine Ahnung, 205 Live, wenn hier, keine Ahnung, wie heißt der Typ, Ali sein Inverted 450 zeigt, der bekommt nicht ein Viertel des Pops. Ja, das stimmt. Schon ein bisschen interessant. Dann waren die Guerrillas of Destiny nahmen sich dann Beretta vor. Beretta steckte dann auch die Gunstern ein. Als man dann die zweite Gunstern zeigen wollte, konnte Beretta aber kontern, zeigte den Dudebuster und holte damit für sein Team den Sieg und damit neue Never Open Weight Six-Man Tag Team Champions Tomohiro Ishii, Toru Yano und Trent Beretta. Ja, und mal wieder hatte Jens recht, bei der Preview hat er ja angekündigt, der Titel wechselt und es kam tatsächlich so. Ja, und eigentlich haben wir ja auch drüber gesprochen, was das im Grunde für ein Witz von Titel ist, weil er ständig wechselt. Und als ob man uns da noch bestätigen wollte, einen Tag später, wir greifen jetzt mal kurz vorhin bei New Year's Dash, verloren Chaos den Titel wieder an den Bullet Club. Genau. Super. Ja, der Titel, der hat halt, war am Anfang schon eine heiße Kartoffel. Letztes Jahr übrigens auch schon, ne? Letztes Jahr, genau. Das ist ja die Ironie. LRJ, Bushi, Evil, Sanada haben ihn im Dome gewonnen. Und haben ihn am Tag danach direkt wieder an Taguchi Japan, an Nakanishi, Taguchi und Tanahashi abgegeben. Bevor sie sich dann den Titel mal wieder geholt haben. Und ich schaue gerade, 2016 wurde er ja eingeführt beim Dome. Da durften die Briscoes und Toru Yano den Titel wenigstens 38 Tage halten. Sonst hätte ich nämlich gesagt, wer den Titel im Dome gewinnt, verliert ihn am Tag danach. Aber diesmal war halt am Anfang nicht so. Aber es hat sich halt bestätigt, zweite Jahr in Serie, der Titel bleibt nur einen Tag. Deswegen gewinnt bloß nicht... Neue Tradition. Ja, genau. Gewinnt den Titel bloß nicht... Fordere dein Titelmatch für den 5. Januar ein, nicht für den 4. Januar. Genau. Kann man eigentlich nur raten. Genau. Ja, ich fand es jetzt nicht viel, um ehrlich zu sein. Ich fand es das schwächste Match auf der Card.
Ist aber genau das, was ich erwartet habe. Ja, also wer hier was erwartet hat, wir hatten hier und da Selbst dran vereinzelt, schuld. ja, wir hatten hier und da mal vereinzelte Szenen, wie zum Beispiel Ishii und dem Versuch des Suplexes, wo ja die Japaner ständig bei jedem Suplex sagen, Brainbuster, und man sich deswegen, wenn man das zum Beispiel das erste Mal hört, sich denkt, ich kenne den Move ein bisschen anders. So sagen die Japaner das halt. Hier und da gab es wirklich schöne Szenen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, Ishii, der einen German Suplex gegen Fale gezeigt hat. Das war auch so ein Move, der für einen großen Pop gesorgt hat. Ja, so hier vereinzelte kleine Highlights, aber das Match war groß im Ganzen jetzt wirklich nicht, was man erwarten konnte. Ja, wenn man das schon mal erwähnen kann, War Machine haben hier und auch bei New Year Dash immer ständig den Job gemacht, denn bei New Year Dash hat es, ich glaube, Hansen wurde im Tag Team Match gepinnt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Hansen bei New Year Dash gepinnt und hier war es Rolf und damit quasi jeder hat einen voll eingesteckt bei ihren letzten beiden Auftritten, um sich halt so ein bisschen so zu verabschieden. Ja, den Titel braucht man eigentlich nicht, aber da haben wir ja schon bei der Preview ausführlich drüber gesprochen. Ich würde einfach sagen, wir verschwenden jetzt nicht so viel Zeit und würden einfach weitergehen. Guter Vorschlag. Match Nummer 3, das ehemalige ROH Championship Match. Cody Rhodes, gemeinsam mit seiner Ehefrau Brandi Rhodes, gegen Kota Ibushi. Ibushi war dann, glaube ich, auch der Erste, der bei seinem Endritzen, also jetzt mal abgesehen von Liger, aber bei der Main Show war, glaube ich, Ibushi der Erste, der bei der Main Show gleich von der ersten Sekunde seines Entrances einen ziemlich lauten Pop bekommen hat. Wer hätte es gedacht? Gegen Cody Rhodes, der, ja, na, kommen wir vielleicht noch dazu. Im Grunde der erste große Spot des Matches war eigentlich, dass Ibushi einen Dive nach außen zeigen wollte, dabei aber vor allem auf Brandi landete und sich eben dann um sie kümmerte, sie sogar hochhob und wohin auch immer schaffen wollte, sich dann umdrehte und sich ein Punch von Cody einfing und dann wie vom Blitz getroffen zu Boden ging. Und dann hat man eben gemerkt, erst dachte man, oh, Cody hat jetzt Ibushi niedergeschlagen und dabei in Kauf genommen, dass Brandi wieder auf den hallen Boden plumpste. Aber dann hat man eben im Grunde gesehen, dass es alles nur Trick war, weil Brandi, der ging's prächtig und die haben dann zusammen gekichert auf dem Hallenboden. Brandi hat dann auch immer wieder versucht einzugreifen, hat versucht, einen Stuhl in den Ring zu schmuggeln. Cody konnte den aber nicht wirklich gewinnbringend einsetzen. Ja, was hat man da noch? Sehr, sehr spektakulär war auf jeden Fall der Crossroads, fand ich zumindest, der Crossroads vom Apron gegen Ibushi auf den Hallenboden. Der sah Ja. richtig übel aus. Aber das ist Ibushi, der nimmt so einen Bump freiwillig, glaube ich. Ich meine, man weiß es jetzt auch nicht genau, wie gefährlich das war, aber ich meine, der Punkt ist, es besteht zumindest die Gefahr, dass du dich eben halt schön wirklich mit dem Kopf zuerst auf dem Hallenboden landest. Ja, Weiß nicht, ja. ob ich sowas nehmen möchte. Ich glaube, Kota Ibushi tickt anders als manche Leute. Ich glaube, ich kenne keinen Wrestler, der freiwillig auf Ideen kommt, wie ich nehme mir ein Fahrrad und fahre einfach eine Rampe runter, um auf andere Leute drauf zu springen. Oder sich Feuerwerkskörper in England besorgt, um dann bei einem Streetfight wirklich auf der Straße gegen Jimmy Havoc mit den Feuerwerksraketen da um sich zu schießen. Das ist Kota Ibushi. Und er macht halt das, was er möchte. Und deswegen ist er ja ohne Vertrag, hat sein eigenes Wrestling-Institut gegründet und ist halt, ich nenne ihn halt liebevoll Paradiesvogel, weil er halt anders ist als der Rest Ich sozusagen. meine, bei ihm muss man auch klar unterscheiden, wenn er so in den Ring kommt, ne, ist er eigentlich, also bei seinem Antritt, eigentlich, wenn man ihn nicht kennt, relativ blass. Kommt halt ein jugendlich aussehender Typ, der so ein bisschen aussieht wie so ein typischer japanischer, ja, Jüngling. Er sieht ja auch relativ jung aus, mit einem T-Shirt bekleidet. Er sieht eigentlich aus wie ein 0815 Wrestler. Ja, und was man ja nicht. Aber im Ring ist es eben dann halt alles anders, wenn man so möchte. Genau, und wenn man sich Ibushi mal anguckt, ich musste gerade wirklich selber staunen, Ibushi ist 35. Ja, und der sieht aber aus, wie gesagt, bestenfalls 25. Richtig, Der könnte und bei irgendeiner Japan, also das ist so ein bisschen das Stereotyp, keine Ahnung, wahrscheinlich so japanischer Boyband-Mitglied.
Mitglied. Ja. Anfang 20. Also dem sieht man seine 35 echt nicht an. Cody packte dann noch eine Top Hurricanrana aus. Gab es dann jede Menge Nearfalls, nach einem Powerbomb, nach einem Lariat von Cody. Letztendlich fuhr Ibushi den Sieg mit dem Phoenix Splash ein, nach ein bisschen mehr als 15 Minuten. Und was ich sagen, ich fand das Match gut. Richtig gut sogar. Ja, Und ich finde, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Cody Rhodes. Also ich denke mir jetzt nicht, huhu, Cody Rhodes. Aber realistisch gesehen, finde ich ein bisschen, dass er ein bisschen zu Unrecht in der Kritik steht. Weil ich finde einfach, den Charakter, den er mittlerweile geformt hat, ist ein astreiner Heel. Und er spielt diese Heel-Rolle auch wirklich super. Und mittlerweile finde ich tatsächlich, dass er seinen Spot auch nicht umsonst dort hat. Weil auch wenn er nicht der typische, keine Ahnung, 4 Sterne, 4,5 Sterne Wrestler ist, der das jedes Wochenende raushaut, ist es trotzdem jemand so, der einen guten Charakter hat, also der einen guten Charakter entwickelt hat und einen Charakter, der einfach auch zieht. Und da kann man sich auf den Kopf stellen und das hat er meiner Meinung nach auch hier wieder gezeigt. Und wie gesagt, in Zeiten, wo Jinder Mahal bei WWE von einem guten Teil der Fans sogar gefeiert wird, kann ich jegliche Kritik an Cody Rhodes nicht im entferntesten nachvollziehen, um ehrlich zu sein. ja, also bei mir ist, also ich muss wirklich auch sagen, das Match war überraschend gut, weil ich hätte es Cody Rhodes gar nicht zugetraut. Also von den Matches, die ich gesehen habe, ich habe das Okada-Match nicht gesehen, deswegen vielleicht ist das sogar besser als gegen Ibushi gewesen. Aber für mich hat Cody Rhodes hier wirklich mal überzeugt im Ring. Ich bin nicht immer so ganz aus dem Häuschen, wenn Cody Rhodes ein Match hat. Die waren eher so okay, aber auch keine Ausreißer nach oben, wie du es halt schon so gut gesagt hast. Es war wirklich für mich das beste Match, was ich von Cody Rhodes gesehen habe, seit er von der WWE weg ist. Vielleicht auch manche, ich glaube sogar, das Niveau von dem Match jetzt her könnten auch an die besten Matches von ihm überhaupt rankommen. Ja, Ibushi hat auf jeden Fall das Beste rausgemacht mit Cody Rhodes. Brandy, naja, schauspielen. Ja, Nachholbedarf, sagen wir es mal so. Ja, ich fand es auch interessant, dass Ibushi diesmal den Phoenix Splash benutzt hat und nicht nach dem Kamagoye, seinem Knee-Finisher, den er davor gezeigt hat, das Match beendet hat, sondern quasi nochmal seinen guten alten Phoenix Splash, wo ja auch Kevin Kelly gesagt hat, Ibushi möchte nochmal in die Zeit zurückreißen, weil ich glaube, den Move zeigt er nicht mal so häufig. Nach seiner Nackenverletzung, die er hatte, wo er ja sehr lange pausieren musste. Ja, aber wenn nicht hier, wann dann? Auf der anderen Seite muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, der Crossroads vom Apron, ich glaube, ist für den Nacken wesentlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dir da was am Nacken tust, ist, glaube ich, ein bisschen größer als beim Phoenix Splash. Ja, glaube ich Würde ich auch. jetzt mal vermuten. Naja. Ja, wie gesagt, es war sicherlich nicht das beste Match des Abends. Machen wir uns nichts vor. Aber Es war nicht schlecht. besser als der. Ja, naja. Also ich fand's besser als das Six-Man Tag Team Title und auch besser als das Heavyweight Tag Team Title Match, um ehrlich zu sein. Ja, da stimme ich dir zu. Und das andere war eben halt vom Niveau her alles sehr gut bis großartig. Von daher, ich meine, naja, es gibt Shows auf dieser Welt, da wäre es das beste Match des Abends gewesen. Richtig. Können die beiden ja jetzt nichts dafür, dass es hier da nicht dazu gereicht hat. Ja, okay. Nächstes Match. Genau. Suzuki-Gun, Killer Elite Squad, Lance Archer und Davey Boy Smith gegen Los Ingobernables de Chabon, Sanada und Evil. Neuestes Gimmick von Lance Archer, aber ich keine Ahnung, ob er das jetzt zuletzt auch schon mal gemacht hat, dass er im Grunde ich hoffe, es ist Wasser oder irgendwas anderes, Ja, die das hat Zuschauer er am Ring schon. anspuckt. Ja, das macht er jetzt. Ich glaube, im Laufe von 2017 hat er sich das angeeignet nach seiner Verletzung, dass er immer das Wasser nimmt und quasi die Zuschauer ein bisschen hydriert. Ich frag mich, um ehrlich zu sein, inwiefern man das in den USA auch dürfte. Oder ob man dann nicht wieder furchtbar Angst hätte, für irgendwas verklagt zu werden. Ich würde potenziell sagen, da hätte man, glaube ich, eher Angst. Würde ich auch mal fast vermuten.
Fand ich auf jeden Fall interessant, gerade in Japaner, die eigentlich ja wegen jedem Scheiß schon mit einer Maske da sitzen. Ich meine, was wird ein Scheiß? Ich glaube, Tokio ist halt auch unbedingt nicht die sauberste Stadt, was das angeht. Ist halt eher auch so Richtung Moloch. Aber man sieht ja auch bei den New Japan Shows immer wieder, dass dort ein guter Teil der Leute immer mit Mundschutz da sitzen. Da fand ich das halt besonders lustig, wenn einer rumgeht und erstmal den Leuten in der ersten Reihe Wasser ins Gesicht spuckt. Snatch, im Grunde kann man fast sagen, begann eigentlich sofort mit der Killerbomb gegen Evil. Ja. Und mit dem Nearfall nach ein paar Sekunden. Sanada brach den aber ab. Archer und Smith attackierten dann noch ein paar von den Young Lions außerhalb des Rings. Archer mit einem Chokeslam gegen Evil auf eben ein paar der Lehrlinge, wenn man es mal so nennen möchte. In den ersten 10 Minuten war es dann eher so, dass Evil und Sanada eigentlich größtenteils wirklich nur gesellt haben für die beiden. Und Archer und Smith sahen eben halt auch, keine Ahnung, gefühlt aus wie Andre the Giant und Big Show gegen, weiß nicht, irgendein normales Tag-Team. Ja, zu sehen. Paul Lanson also, und Brian Kendrick. Ja, genau, so in die Richtung. Also es war wirklich ein bisschen David gegen Goliath. Was gab es noch? Ein Superplex von Archer gegen Evil. Irgendwann schaffte dann Evil den Hot Take mit Sanada. Sanada dann mit ein paar Flying Moves, bis Smith im Grunde wieder die Oberhand gewann. Folgte dann die Killerbomb gegen Sanada, aber auch Sanada konnte auskicken. Am Ende konnten Sanada und Evil dann sogar den Magic Killer zeigen. Ich dachte mir so, hä? Ist das nicht falsches Stäbel irgendwie jetzt? Das ist ihr Finisher seit der Tag League. Ach, siehst du? Da haben sie den übernommen und deswegen gab es dann. Mit dem Bullet Club gab es dann auch so ein bisschen Pfeile rumgeflogen. Das könnt ihr mal aufhören, unseren Finisher zu klauen. Das ist unser Stable-Finisher und nicht euer. Und deswegen gab es da ein bisschen Ärger und da hat man das Match dann ein bisschen hochgetrieben, als dann, glaube ich, LRJ gegen, ich weiß gar nicht, mit wem die in der Gruppe waren. Ich glaube, war das Gorillas of Destiny, wo sogar GOD verloren hat via Magic Killer, halt quasi so ein bisschen noch Salz in die Wunde zu streuen. Deswegen haben die den schon ein bisschen länger jetzt. Okay, wieder was dazu gelernt. Siehst du, das ist mir entgangen. Danach gab es im Grunde noch eben die Moonsault von Sanada gegen Smith und damit war nach circa einer Viertelstunde der nächste Titelwechsel perfekt. Wir halten fest, es gab bis zu diesem Zeitpunkt 3 Titelmatches und alle 3 Titel sind gewechselt. Ja, am Ende kann man irgendwie jetzt, gerade fällt mir so auf, wenn ich mir die Card angucke, können wir eigentlich auch vorwegnehmen, weil die meisten werden das Event selber gesehen haben oder zumindest die Ergebnisse gelesen haben. Interessanterweise, die ersten 3 Titel sind gewechselt, dafür aber die letzten 3 nicht. Ich sag mal so, ab dem Never Open Weight Title Match zwischen Goto und Suzuki, zu dem wir jetzt gleich kommen, war ich mir relativ sicher, dass weder Jay White noch dass Jay White den Titel nicht gewinnen wird. Und dann hatte ich auch ehrliche Zweifel an Naitos Titel. Weil es einfach bedeutet hätte, dass so ziemlich jeder Titel wechselt und das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ich hätte mir nur irgendwie vorgestellt, höchstens Omega, Jericho, dass dort der Titel nicht wechselt. Das war der einzige, wo ich mir wirklich sicher war. Aber kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Für mich war das Match, die ersten 10 Minuten gefüllt war es ein sehr langer Squash von KES gegen LRJ. Suzuki, ganz Truppe, hatte eigentlich quasi die beiden auseinandergenommen. Es gab diesen Apron Chokeslam auf die Young Lions und ich glaube Evil stand unten, der dann Sanada auffangen musste oder andersrum. Du hast ja eben den Superplex erwähnt. Kevin Kelly sagte, Lance Archer hat einen Spanish Fly versucht. Es sah zumindest danach aus, als sollte das ein Spanish Fly werden. Ich weiß nicht, ob Archer irgendwie in letzter Sekunde gesagt hat, nee. Doch nicht. Sonst sehr interessanter Move. Auf jeden Fall hätte ich es gefeiert, wenn Archer einen Spanish Fly zeigt, weil von ihm erwartet man halt sowas nicht. Die letzten 5 Minuten waren wirklich Feuer drin. Sanada hat wirklich alles gegeben. Deswegen der Titelwechsel war eigentlich für mich, habe ich damit gerechnet, einfach um den Titel ein bisschen frisch zu halten. Für Sanada geht es ja jetzt ein bisschen
weiter in der Card. Bei New Year Dash durfte er Okada ins Gall End verpassen und nicht Naito, der ja erst angedeutet hat, ich verpasse den Destino gegen Okada, aber dann hat er Sanada den Vortritt gelassen. Die beiden treffen auch bei New Beginning. Ich glaube, in Sapporo ist das dieses Mal. Werden die beiden Titelmatch gegeneinander haben, Sanada und Okada. Ja, deswegen, Sanada kriegt jetzt zweite Titelmatch, eine zweite Chance, Titel zu gewinnen. Glaube ich zwar nicht dran, aber er hatte theoretisch die Chancen. Ja, was noch zu dem Match? Ja, es war erwartungsgemäß. Ich hätte die Art und Weise, dass KES so dominant dargestellt wird, hätte ich im Vorfeld eigentlich nicht mitgerechnet. Ich dachte, es wäre eher ein recht gleiches Duell, vor allem mit Evil, der ja doch beim G1 gezeigt hat, dass er so ein bisschen das Powerhouse ist, dass man dann eher gemacht hätte, eine Story, dass Archer und Smith Sanada isolieren und bloß nicht Evil eintacken, weil er halt doch krafttechnisch mit den beiden mithalten kann. Aber sei es drum, der Titel ist jetzt gewechselt und mal gucken, wie es für LRJ weitergehen wird. Ich hoffe auf eine lange Regentschaft. Ja, sehe ich eigentlich auch ganz gut die Chancen. Ja, das Match war okay. Wie gesagt, wirklich abfiel hier nichts eigentlich, bis auf den New Japan Rumble. Es ist immer ein bisschen unfair, hier vom zweitschwächsten zu reden, aber von der Hauptcard irgendwie das für mich das zweitschwächste Match ist. Ja, ist so. Es war okay, aber es hat irgendwie seine Längen. Ja, genau. Und wenn man sich einfach mal die Konkurrenz anguckt, irgendeiner außer das Gauntlet-Match muss ja diesen Preis quasi kriegen, wenn man dann quasi sagt, wir gehen rückwärts, was ist das Schlechteste und das Zweitschlechteste. Die Konkurrenz war einfach zu gut. Wir hatten, kann man ja erwähnen, gleich das Never Openweight Championship Match. Für mich war es der Show-Stil, also ich hätte niemals gedacht, dass das Match so wird. Können wir ja gleich ausführlich drüber sprechen. Die Konkurrenz war halt einfach zu stark. Ja. Kann man so stehen lassen. Ja, hast du schon angesprochen. Als nächstes stand das Never Openweight Championship Match an, mit der Herr versus Herr Stipulation. Minoru Suzuki verteidigte seinen Titel gegen Hiroki Goto. Ja, also ich fand es irgendwie eigentlich doch am Ende des Tages genau das Match, was ich erwartet habe. Also wenn ich mir die beiden vorgestellt habe, eben halt auch unter der Voraussetzung, dass Suzuki dann zumindest bei den großen Matches eigentlich dann immer einen auspackt, im wahrsten Sinne des Wortes, war es im Grunde genau das, was ich mir vorher vorgestellt habe. Vielleicht durchaus noch ein bisschen besser, würde ich zustimmen. Aber es war jetzt auch nicht so furchtbar überrascht, dass das Match sehr gut war. Also im Grunde, ja, fassen wir es zusammen. Suzuki, wie drückt man es aus? Hat Goto über weite Strecken des Matches vergewaltigt, ja, wenn man so möchte. Also der eine Sleeper-Hold, wo man das ja angedeutet hat, dass Goto K.O. war. Manche Leute haben auf Twitter geschrieben, war das geplant oder war das eher schon sehr shootmäßig, wie Suzuki ihm so ein bisschen sehr den Sleeper genommen hat? Vor allem diese Schlagserie, wo dann quasi wirkliche Ohrfeigen dann Suzuki Goto ins Gesicht gehauen hat. Das Match war einfach. Also man merkt halt Minoru Suzuki halt an, dass es eben halt auch wirklich, dass er tief in seinem Herzen oder gar nicht so tief eben halt doch ein Shooter ist und dementsprechend sehen seine Matches auch immer so aus zu leisten. Schläge, Kicks, Chokes, Submission-Griffe und so auch hier, wie gesagt, immer wieder harte kann man es aufheigen? Aufheigen klingt schon ein bisschen verharmlosend. Es waren Backpfeifen, also ja. Flache Handschläge. Ja, genau. Chops, wie gesagt, immer wieder den Choke angesetzt. Goto hat eben dann über weite Strecken wirklich gesellt, hat dann aber auch dann seinerseits mit Chops zurückgeschlagen. Suzuki dann immer wieder mit Chokes und Guillotines. Goto konnte dann mit den Ushigoroshi kontern. Irgendwann kam es eben das, was alle erwartet haben, und zwar, dass eben Mitglieder von Suzuki-Gun versuchten einzugreifen. Entschuldigung. Yoshihashi und die Young Lions konnten das im Grunde verhindern, größtenteils zumindest. Ich glaube, Taichi schafft es dann doch bis zum Apron,
Aber einen wirklichen zielführenden Eingriff schafft er dann trotzdem nicht. Suzuki ließ sich davon aber auch gar nicht großartig abbringen, zeigt dann wieder den Choke. Wie gesagt, Goto schien mehrmals eigentlich im Grunde schon bewusstlos zu sein. Ref stoppte das Match trotzdem nicht, dieses typische Arm hochheben und so weiter und so fort, ne? Wenn eigentlich sich jemand schon nicht mehr bewegt, einfach weiter choken lassen, ist eigentlich, ne, wenn man so ein bisschen überlegt, dass man bei New Japan immer ein bisschen noch schon näher dran ist am Realismus, merkt man eben halt dann doch, wie unrealistisch es ist, wenn man es jetzt wirklich mal mit irgendeinem MMA-Kampf vergleichen würde. Ja, mir Aber fällt da es ist auch eine Wrestling. Parallele ein zu dem Choke von Sabre Jr. gegen Rowe. Da war ja nicht so, dass der Referee jetzt dreimal den Arm gehoben hat, sondern hat quasi Rowe so gewunken, ob er noch zusieht und hat dann quasi das Match abgebrochen. Wer hätte man hier eigentlich dann auch Ja, das irgendwann wäre machen quasi können? andersrum gewesen. Ja. Würde es vielleicht anders gewesen sein. Ich kann mich noch an einen Dropkick von Suzuki erinnern, was er eher quasi war. Ich trete dir jetzt mit meinem Fuß wirklich ins Gesicht, während ich hochspringe. Also der Dropkick war auch wieder mega stiff. Goto blutete dann auch ein bisschen aus dem Mund. Wer hätte das gedacht? Nach genügend Schlägen oder Backpfeifen oder Palm Strikes, nennt es wie ihr es möchtet. Es folgte dann irgendwann Super Uchigawashi für einen Nearfall. Irgendwann folgte dann der GTR und der am Ende doch der klare Pin, nachdem er eben halt doch lange Zeit fast nur gesellt hat. Er ist immer wieder ein bisschen zurückgekommen, aber dominiert hat das Match schon zu großen Teilen Suzuki. Und Goto konnte den Titel gewinnen und durfte seine Haare behalten. Das heimliche Highlight kam irgendwie nach dem Match, zumindest für mich. Seine Handlanger versuchten Suzuki aus dem Ring oder aus der Halle zu bugsieren, bevor er eben im Grunde die Haare verliert. Goto blieb im Ring, schaute sich das an, aber irgendwo dann mitten auf der Rampe stieß Suzuki Gunn seine Handlanger weg und stapfte wütend zurück in den Ring, schnappte sich doch einen Stuhl, wie er es eigentlich im Grunde ja oft macht, und man dachte schon, okay, jetzt möchte er mit dem Stuhl auf Goto gehen, aber nix da. Er ging in den Ring, schleuderte erstmal den Stuhl, der da schon stand, zur Seite, stellte seinen Stuhl hin, nahm sich wütend das Rasiergerät und rasierte sich selbst die Haare ab. Und dann ging er halt wieder. War im Grunde eigentlich fast schon wie ein bisschen in Richtung Faceturn für einen Suzuki, oder? Also ich fand es halt, gesagt eben durchaus, ne, dass eben am Ende des Tages Ehre wichtiger ist, auch wenn das seine Handlanger nicht verstanden haben, aber er selbst eben halt auch, wenn das sicherlich, wenn er der absolute Bösewicht ist, aber am Ende des Tages eben Ehre ihm was bedeutet. Und wenn Goto hier fair und klar gewonnen hat, dann unterliegt er sich auch dieser Stipulation. Fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst. Ja, die Szene danach mit dem Selbstrasieren war wirklich eine starke Szene. Im Chat hat auch, glaube Kosel war das, hat das geschrieben, dass Suzuki sich selber seine Muster der Haare, die er ja gemacht hat, bis auf diesen Irokesen, den er jetzt sich ja abrasiert hat, diese Muster hat er sich ja selber reinrasiert. Von daher, die wenigen Haare, die er hatte, hat er quasi sich auch jetzt endgültig selber wegrasiert. Bei New Year Dash hat er die Glatze präsentiert und ich muss eigentlich sagen, im Vorfeld hätte ich mir Suzuki ohne Glatze gar nicht, mit Glatze gar nicht vorstellen können. Jetzt habe ich es gesehen und ich habe, glaube ich, bei der Preview gesagt, seine Aura könnte deswegen ein bisschen schlechter werden. Ist genau das Gegenteil. Also jetzt macht einem noch mehr Angst quasi, wenn er mit seinem verrückten Blick und ohne Haare denkst du dir, okay, ich weiche noch weiter dem zurück. Für mich war es war das Match der Showstealer. Wirklich ein Match, womit ich nicht gerechnet hätte, weil ich dachte, dass die Eingriffe doch vielleicht ein bisschen wieder mehr kommen, trotz der Stipulation, dass keine Sekundanten erlaubt waren. Aber man hat wirklich sich darauf beruht, ein Einzelmatch Goto Suzuki ohne Eingriffe. Da hat man halt quasi gezeigt, Goto ist ein guter Wrestler, Suzuki ist auch ein sehr guter Wrestler. Und für mich war das Match unglaublich. Es war viele stiffe Aktionen. Goto hat auch seine Chaos-Hose, also die rote, ein bisschen ausgetauscht gegen seine frühere, bevor er bei Chaos war. Und hat auch gesagt, ich habe so ein bisschen für Shibata gekämpft. Und er hat bei der Pressekonferenz danach so angedeutet, Kommentar nach dem Match, der Titel wartet auf dich, Shibata.
Ich glaube nicht, dass Shibata zurückkommt, deswegen Goto Shibata werden wir wohl nie wiedersehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann nur auch mal vorweg sagen von einem Newsblog. Shibata hat in einem Blog bekannt gegeben, wie hoch seine Überlebenschancen standen nach dem Match gegen Okada, wo er ja zusammengebrochen ist wegen der Verletzung am Gehirn. Ich glaube, das waren weniger als 20%. Also, wir hoffen wir mal, dass Shibata vom Ring wegbleibt und ein normales Leben führen kann. Er hat ja geschrieben, er hat so ein bisschen Probleme, wenn viele Leute an einem Ort versammelt sind, aber daran arbeitet er. Ich hoffe wirklich, dass er sich von den Verletzungen so gut wie es geht erholen kann. Und wenn er dann irgendwann mal, sei es auch nur in einem Tag-Team-Match, ein letztes Mal in den Ring kommt, wie zum Beispiel beim G1-Finale, als er plötzlich da im Ring stand und alle in der Halle Tränen hatten und sie Frauen gezeigt haben, die geweint haben, weil das so emotional war. Wenn es darauf hinausläuft, am Ende für Shibata, bin ich auch froh, weil bitte nicht nochmal in den Ring, vor allem mit dem Stil. Nee, glaube ich ohnehin nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also ich glaube nicht bei New Japan. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich, dass er vielleicht mal irgendwann so einen Spot bekommt, wie in diesem Jahr Takihara. Das kann ich mir schon vorstellen. Keine Ahnung, dass er mal im Ring steht und mal irgendjemanden ein paar Chops verpasst oder ein paar Kicks verpasst und dann über das Oberseil wirft und fertig. Ne? Das sollte drin sein, alles andere glaube ich um nichts da nicht dran. Ich glaube, das ist unverantwortlich und ich glaube, bei New Japan würde man das auch nicht zulassen. Ja, glaube ich auch nicht dran. Halt, wie du es gesagt hast, halt wie Kakihara am Ende halt diesen einen Spot oder halt, wenn er quasi sagt, ich mach noch ein bisschen Pause, bis er dann sagt, ein kleines Tag-Team-Match, wo er quasi nicht viele Bumps nimmt, zum Abschied noch einmal, weil ich kann mich erinnern, dass Tenryu hat nochmal ein Singles-Match geworkt am Ende seiner Karriere, Abschiedsmatch gegen Okada oder auch Great Kabuki, der hatte ein Six-Man-Tag-Team-Match, wo er dann seine Karriere beendet hat oder auch Unita in einem Tag-Team-Match, auch wenn es Hardcore war, aber das ist Unita. Wenn es am Ende halt nochmal ein letztes Mal Shibata im Ring kommt, wird es kein Singles-Match und auch kein Stiffles-Match gegen sonst wen, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, Tag-Team-Match gegen Goto und Ishii, quasi so zwei Leute von New Japan, die ja mehr als nur ein hartes Match hatte, irgendwie sowas am Ende, finde ich vielleicht ganz schön. Wir werden sehen, ist Zukunftsmusik. Hoffen wir mal, dass es in naher Zukunft irgendwann mal wieder ein Blog-Update gibt, wo wir dann ein bisschen berichten können, ob es ihm doch noch ein bisschen besser geht als im Moment. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Match. Für mich dann das erste ganz große Highlight. Also Goto gegen Suzuki war schon sehr, sehr, sehr gut, muss man so sagen. Ja, Match Nummer 6 auf der Card. Das nächste Titelmatch um den IWGP Junior Heavyweight Championship. Marty Scurll verteidigte seinen Titel gegen Will Ospreay, Kushida und Hiromu Takahashi. Ja, hier irgendwie eine Match-Story zu finden oder so, ist nicht so einfach, weil im Grunde war hier von der ersten Sekunde an Musik drin. Was im Grunde mir sofort aufgefallen ist, eigentlich wie unglaublich, wie wirklich unfassbar eigentlich Ospreay ist. Das Tempo, was der an den Tag legt, die Aktion, die der an den Tag legt, die Athletik, die er an den Tag legt, ich glaube, da gibt es auf der Welt tatsächlich eigentlich nur Ricochet, der da ansatzweise mithalten kann. Also das ist wirklich unfassbar. Und das Ganze geht sogar so weit. Ich meine, Skull hatte seine typischen Heel-Spots, ne, sein ich brech euch die Finger oder Hiromu Takahashi im Grunde außerhalb des Rings an ins Gitter festbinden. Aber im Grunde, wer komplett untergegangen ist, und das heißt schon ein bisschen was, ist irgendwie Kushida. Kushida war irgendwie, hatte nie die ganz großen Spots und aufgrund im Grunde des Tempos und auch der Aktionen und der Spots, die für die ersten Wrestler eingegangen sind, war irgendwie Kushida hier fast ein bisschen der, der am wenigsten glänzen durfte. Ansonsten, ja, die Option hier zusammenzufassen ist wirklich eigentlich fast unmöglich. Ospreay mit dem Moonsault vom obersten Seil,
vom obersten Seil von dieser Konstruktion außerhalb des Rings, wo die Lichter angebracht sind. Auch wenn Skull den Bump nicht irgendwie abgefangen hat, hat man schön gesehen, er stand doch ein bisschen sehr weit weg. Ja, Kushida mit einer Senten von obersten Seil auf dem Hallenboden. Osprey zwischenzeitlich mit dem Ass-Cutter, den Skull aber sofort in den Chicken Wing konterte. Wie gesagt, also die Moves, die kann man eigentlich im Grunde gar nicht aufzählen. Ja, also oder auch fällt mir noch ein Hiromus Marathon von Sunset Flip Powerbombs vom Apron auf den Hallenboden. Ja, oh Gott, ja. Da war einer schlimmer als der andere. Dieser Typ, der wird in diesem Match wie so eine wahre Gefahr dargestellt. Und deswegen, auch wenn ich persönlich damit gerechnet habe, dass Hiromu den Titel gewinnt, so wie man ihn dargestellt hat, ist es okay. Weil man hat quasi so immer dargestellt, dass auch Skull ihn extra festbindet, dass er quasi zu hoch die Gefahr ist, dass Hiromu den Titel gewinnen könnte. Deswegen haben ja recht häufig alle sich gleichzeitig auf Hiromu gestürzt. Auch wenn der Spot von Skull und Osprey ständig den Ostcutter in den Chicken Wing auskontert, sich mittlerweile ein bisschen sehr häufig wiederholt, weil gefühlt bei jedem Match der beiden gibt's diesen Spot, wo das genau passiert. Und ich glaube, Skull hat sogar mal ein Match deswegen so gewonnen. Ein bisschen Abwechslung würde dem Spot ganz gut tun. Ja, ich meine, der Punkt ist halt ein bisschen schade, wie gesagt. Also eigentlich war das Match, was heißt ein bisschen schade, in dem Fall, dass es nicht so eine Match-Story gab, die man jetzt hier nacherzählen kann. Vielleicht eben, wie gesagt, abgesehen davon, dass Skull Takahashi außerhalb des Rings festband und Takahashi dann doch sich irgendwie losreißen konnte und dann wieder zurückkam. Im Grunde waren das 20 Minuten Non-Stop-Action. Soll heißen, das war ein Move nach dem anderen, eigentlich auch fast einer spektakulärer als der andere. Eigentlich ist das alleine deswegen schon ein Massi-Match. Das ist in Sachen High-Flying, glaube ich, mit das Beste, was man das ganze Jahr zu sehen bekommen wird. Ja, also für mich war es sogar das zweitbeste Match des Abends. Also könnte man mitgehen, so ja. Je nachdem, wie man Omega Jericho findet, weil manche habe ich auch gelesen, das war für den Match des Jahres Kandidaten. Kommen wir später drauf, ich sehe es nicht so. Ja, was noch zu dem Match war, also kann man das als Spotfest bezeichnen? Ja, natürlich, zwangsläufig ist es ein Spotfest, wenn man so möchte. Aber ich meine, Spotfest ist ja immer ein dehnbarer Begriff. Das war ein Spotfest. Aber AJ Styles gegen John Cena war auch ein Spotfest. Ja. Von daher, das ist halt immer ein bisschen relativ, ne? Also. Ja, also, wirklich ein unfassbares, gutes Match. Viel Tempo. Es gab eigentlich nie so eine große Verschnaufspause. Auch wenn ich eher dachte, in der Preview haben wir darüber gesprochen, dass Girl so ein bisschen im Vergleich mit Kushida, Hiromu und Osprey so ein bisschen hinterherhinkt. Wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich war es Kushida, der so ein bisschen hinterherhing. Osprey hat den Titel. Ja, Skull hatte einfach seine. Also, was jetzt das Highfly alleine angeht, ne? Na klar, da war es so, dass Skull im Grunde da ein bisschen außen vor ist. Aber Skull hatte halt seine typischen Spots. Das heißt, er hatte halt so Dinger wie eben den Auscutter in den Chicken Wing kontern, wie das Festbinden, wie das Schleudern von dem Pulver, was er dort versucht hat ins Gesicht. Was hat er noch? Seine Fingerbrechaktion. Die er nach hinten losging. Genau, die hatte er im Grunde im Match eingebaut und deshalb konnte er hatte immer wieder während des Matches auf sich aufmerksam gemacht, auch wenn er im Grunde nicht so spektakulär ist wie Osprey, Takahashi und Kushida. Und Kushida in Einzelmatches, da siehst du ja auch, was der wirklich kann. Ja. Aber hier war es immer ein bisschen so, wie gesagt, vor allen Dingen, wie gesagt, Osprey, der unfassbar war, und Takahashi und die Spots von Skull, da war eben halt Kushida, wo du so dachtest, der ist ja da auch noch da. Ne? Also, ohne ihn jetzt da irgendwie viel wegnehmen zu wollen. Aber das war irgendwie schon im Nachhinein ein bisschen auffällig. Also das Match ist für mich, wie gesagt, ein absolutes Mass. Absolut ja, großartig. Auf jeden Fall. Osprey hat Skull gepinnt. Kann man eigentlich quasi jetzt sagen, warum hat man den Titel vorher wechseln lassen? Ich habe keine Ahnung, um hier ein Vorbild-Match zu zeigen. Ist einem aufgefallen, dass sie sich alle gegenseitig mal gepinnt haben und haben gedacht, so ein Vorbild-Match wäre nicht ganz schlecht und dann bringt man halt Osprey gegen Takahashi im nächsten Jahr oder, keine Ahnung, bei Dominion oder so. Gehe ich mal davon aus.
Hiromu gegen Osprey ist bestätigt worden von New Beginning in Osaka am Ja, 10.02. ach so, okay. Ich hätte es mir eher Naja. gewünscht, dass die beiden dann im Dome, also bei Wrestle Kingdom, gegeneinander antreten oder bei Dominion. Jetzt ist es halt nur dieses New Beginning in Osaka direkt am Anfang. Wird trotzdem spektakulär und Hiromu hatte ja am Anfang, dachte ich ja auch, es wäre Daryl gewesen, den er mitgebracht hätte. Aber nee, das war sein Daryls Sohn, Daryl Junior. Ganz schnell gewachsen. Ja, ganz schnell gewachsen. Der hatte auch dann guten Platz bei dem Kommentator Milano, der ja auch direkt ein Selfie mit dem kleinen Daryl Junior gemacht hat und auf Twitter gestellt hat. Ja, du hast eigentlich fast schon alles erwähnt. Also dieses Match war wirklich sehr sehenswert. Könnte man quasi sagen, auch wenn ihr nicht auf solche Matches steht, schaut es euch einfach mal ruhig an, weil es gibt da keine Verschnaufspausen, es gibt da auch keinen Moment, wo man sagen kann, oh, jetzt haben wir 3 Minuten Headlock-Ansatz oder so. Da war wirklich ein Move nach dem anderen am Fließband und deswegen einfach ein unfassbares gutes Match. Ja, wir haben mittlerweile hier noch Zuwachs bekommen. Der Andi ist aufgetaucht und möchte noch seine 5 Cent hinzugeben. Wollen wir Ihnen das mal an dieser Stelle gestatten? Ja, lassen wir mal. Ach, Mahlzeit. Ja, Das war schön, schön. euch zu hören. Ich habe schon 1, 2 Minuten zugehört. Und ja, jetzt bin ich eben auch von der Schicht zurück und dachte, bei den letzten 4 Matches, da klinke ich mich auch noch mal kurz ein. Also ich sehe Kannst du es jetzt mal, ähnlich wie ihr. wir geben dir jetzt mal 2, 3 Minuten, da darfst du mal deine 5 Cent zu den ersten paar Matches abgeben, also zu dem Match. Okay, dann fasse ich mal kurz. Also den Rumble habe ich nicht gesehen. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Chip fand ich stark, richtig stark. Ich habe 4 Sterne gegeben, weil es war nicht das typische Young Bucks Match, das man sonst so kennt von den Bucks. Und deswegen, falsch, nicht deswegen, sondern weil es so anders war und trotzdem sehr spotlastig war und eine Geschichte im Ring erzählt wurde, fand ich es einfach richtig, richtig gut. Dann Never Openweight Six-Man Tag Team Championship war für mich das schwächste Match auf der Card. Es war okay, kurzweilig, auch besser, als man es vielleicht hätte befürchten können. Man weiß ja, wie solche Matches manchmal bei New Japan sind. Ist eben auch recht viel Comedy drin, aber ich fand es kurzweilig und es war deswegen auch alles andere als schlecht. Ibushi gegen Cody Rhodes fand ich richtig, richtig stark. Auch hier habe ich 4 Sterne gegeben. Cody mit 9 Haaren. Das ist eigentlich ja nichts, was wie erwähnenswert erscheint. Aber ich weiß nicht warum. Es wirkt für mich so, als ob sich nicht nur bei der Frisur und der Haarfarbe, sondern auch generell bei Cody irgendwas vielleicht geändert hat. Ich weiß es nicht. Ich habe Cody nie so toll gefunden. Bei WWE nicht. Bei New Japan und Ring of Honor ehrlich gesagt auch nicht. Das habe ich ja auch schon in den Reviews zu Wrestle Kingdom 11 und auch, ich glaube, Claudio, wir haben Dominion, glaube ich, zusammen auch gemacht. Habe ich es auch Kann gesagt? sein, ich weiß es nicht mehr. Bitte? Ich glaube, wir haben Dominion gemacht, aber ich schau mal eben schnell Also nach. die Preview haben wir auf jeden Fall gemacht und ich meine auch die Review haben wir zusammen gemacht von Dominion. Und da war ich auch nicht so glücklich mit Cody, aber ich weiß nicht, ob es an Ibushi lag. Ich glaube eigentlich nicht, dass es nur an Ibushi lag. Auch Cody, das hat von der ersten Sekunde an für mich geklickt. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es war das erste New Japan Match von Cody, was ich wirklich durch die Bank weg stark fand. IWGP Tag Team Championship fand ich gut, nicht überragend gut. Für mich war es das zweitschwächste Match auf der Card, wobei man hier von schwach eigentlich nicht reden darf. Es war immer noch ein starkes Match, aber irgendwie hat es bei mir nicht komplett so Klick gemacht wie zum Beispiel beim ersten Junior Tag Team Match. Und Never Openweight Championship war für mich das, was man erwarten konnte. Bärenstarkes, stiffes Schlagfest oder Slugfest, wie die Amis gerne sagen, war stark. Ob jetzt wirklich Suzuki zum Face geturnt ist oder nicht, wird man sehen. Wenn er überhaupt gut
groß noch heelig war. Die Grenzen verschwimmen da ja sowieso. Geliebt und respektiert von den Fans wird er ein Stück weit auf seine Weise ja eh. Und von daher bin ich mal gespannt, wie es hier mit ihm weitergeht. Match war, wie gesagt, gut. Und ja, hier steige ich jetzt ja offiziell mit ein beim IWGP Junior Heavyweight Championship Match, das Four-Way-Match. Ich sehe es wie ihr grundsätzlich und wie die meisten anderen auch, die es gesehen haben, das Match war stark. Wenn ich hier ein bisschen Wasser in den Wein kippen möchte oder tue, dann ist das alles ein bisschen relativ zu sehen. Für mich war es teilweise ein Tick too much und es ist auch das falsche Wort, deswegen sage ich auch nicht enttäuschend, aber ich hatte, das habe ich glaube ich auch geschrieben im Board, an dieses Match die größten Erwartungen des Abends. Ich habe mich unglaublich auf dieses Match gefreut, weil alle vier richtig, richtig starke Worker sind. Ich habe es eben bei dir, Claudio, gehört, du hast ja gesagt, so ein bisschen wirkte es so, als ob hier Kushida unter Wert rausgegangen ist und das habe ich ähnlich gesehen. Wenn man die wrestlerischen Fähigkeiten sich anguckt, ist Kushida vielleicht vom Gesamtpaket der stärkste von den Vieren hier im Ring. Kann man zumindest so andeuten. Aber er wirkte hier immer so ein bisschen, als ob er zurückhält, ist falsch. Aber ob andere ihm das Spotlight so ein bisschen genommen haben. Also gerade Ospreay, der ja hier das Match extrem geprägt hat. Marty Scurll, der immer seine, ich sag mal, Star-Momente hatte. Und Takahashi, der ja auch sehr im Fokus war, sei es durch Anbinden, Comebacks oder spezielle Moves. Kushida war immer dabei, aber wenn es um die Präsenz ging von allen Vieren, vielleicht tatsächlich der hier am unspektakulärsten rausgegangen ist, wobei unspektakulär auch das vollkommen falsche Wort ist. Warum ich das Match nicht so überragend fand wie andere, liegt wohl auch daran, dass ich vorher das Match so überragend stark fand, wo Ospreay den Titel von Takahashi gewonnen hat. Das fand ich so unglaublich überragend gut, dieses Match. Ich habe da, glaube ich, sogar frech 5 Sterne gegeben und war erbost, dass Meltzer nur 4,5 gegeben hat. Andi, Entschuldigung. Ich wollte dir nicht in die Parade fahren. Ospreay hat den Titel von Kushida gewonnen. Also es gab nie das Einzelmatch Ospreay-Hirobo um den Titel. Ich habe mich versprochen. Pardon, ja, ich meinte auch Kushida. Nur beim Best of Super Juniors, aber das nur kurz am Rande. Nee, ich habe mich versprochen, ich meinte auch Kushida. Das okay. Match fand ich überragend gut, weil ich auch nicht wusste, kriegt Ospreay jetzt den Titel oder nicht. Und ich fand, da passte alles. Das ging von Anfang an in die Vollen und hat mich umgehauen. Und mit diesem Maßstab bin ich auch an dieses Match rangegangen. Und Jens hat es eben so schön gesagt, es ist gar nicht so einfach, hier eine Matchgeschichte zu erzählen, weil Spot, 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 Spot. Also da ging es ja immer in die Vollen. Einige, ja, verbotscht war es nicht, aber nehmen wir mal diesen Move, wo Ospreay da auf dieses Dings raufgekrabbelt ist. Ich weiß gar nicht, was das war. Da musste er zum Beispiel noch einmal ansetzen, weil er den ersten Raufhüpfer auf das Gerüst nicht ganz hingekriegt hat. Und dann hat er ja sein High-Risk-Manöver da gemacht. Und sie haben ihn aufgefangen. Das ist alles super, war für mich aber einen kleinen Tick zu viel, weil wenn ich da der Gegner bin, weiche ich einfach aus und dann purzelt er und ja, bricht sich alle Knochen, so nach dem Motto. Wie gesagt, weil ich eben dieses Match nicht ganz so stark fand, wie das Match Kushida gegen Ospreay, komme ich nicht in die höchsten Tonlagen, aber bombig war das Match auf jeden Fall, klar. Ich habe nochmal eben geschaut, Andi, während du gesprochen hast. Wir haben tatsächlich die Review zu Dominion gemeinsam mit Jens gemacht. Meine ich doch, genau. Richtig. Ja, das waren meine 5 Cent, Jens. Okay. Dann zum nächsten würde ich sagen. Genau. Drittletztes Match des Abends, das nächste Titelmatch, IWGP Intercontinental Championship. Hiroshi Tanahashi verteidigte seinen Titel gegen Switchblade Jay White. Im Vorfeld haben sich viele gefragt, warum Jay White sofort den Spot bekommt. Andere haben sich da weniger drüber gewundert, weil es halt eigentlich typisches New Japan Booking ist, zu dem eigentlich auch gehört hätte, dass Jay White hier den Titel gewinnt. Am Ende des Tages kam es dann auch ein bisschen anders. Ich meine, aufgrund dessen, dass man alle Titel, die vorher auf dem Spiel standen, und das waren nicht weniger als 5 Stück, wechselten, konnte man schon ahnen, dass das irgendwann jetzt hier dann nochmal aufhören wird mit dem Titelwechseln. Insbesondere, dass da im
eigentlich jeder beim Main Event oder fast jeder beim Main Event mit dem Titelwechsel gerechnet hat. Tanahashi deutlich angeschlagen, glaube, sieht man ihm auch an. Wir haben ja auch in der Preview ein bisschen drüber schwadroniert. Oder ich in dem Falle, inwiefern das denn auch manchmal nur Selling ist bei Tanahashi. Hier hat man im Grunde die Match-Story war, wenn man hier möchte, dass Jay White auf das Bein gegangen ist. Und die wirkliche Verletzung, die Tanahashi eben vor allem jetzt im Grunde eigentlich handicapped, ist sein Arm. Auf dem ist man aber nicht gegangen. Zumindest nicht weiterführend. Tanahashi von Anfang des Matches her im Grunde, naja, dominierend kann man nicht sagen, aber er hat eben als erstes die Initiative ergriffen, hat dann einen Plancher daneben gesetzt und White hat dann damit begonnen, das rechte Knie zu bearbeiten. Tanahashi konnte dann irgendwann mit den Somersaults senden, zurückschlagen und hat dann seine typischen Dragon Screws gezeigt, ist dann seinerseits auf Whites linkes Knie gegangen. Tanahashi dann eigentlich immer mit dem typischen, eigentlich in der Wrestle Kingdom Spot kann man nicht sagen, aber mit seinem Big Match Spot, dem High Fly Flow, auf den Hallenboden. Im Ring hat er dann aber, sollte er die Sling Blade zeigen, die ging aber daneben und White war dann im Grunde wieder am Drücker, Deadlift German. Es gab dann auch mal zwischenzeitlich offensichtlich ein bisschen bei einem Spot in Verständigungsproblem. White stieg aufs oberste Seil. Tanahashi rollte sich aber von ihm weg, so dass White wieder im Grunde vom Seil steigen musste. Weiter mit Suplexes und einem DVD für noch ein paar Nearfalls. Irgendwann setzte er dann Missile Dropkick daneben. Ging halt dann immer hin und her eine ganze Weile. Tanahashi dann wieder mit seinen High Fly Flows, von dem er dann auch eins daneben setzte und wieder sein Knie hälte. White dann mit dem Kiwi Crusher für einen Nearfall. Tanahashi für einen Bridge and Dragon Suplex für einen Nearfall. Also es ging wirklich immer hin und her. Und schließlich gab es dann zum Ende noch zwei High Fly Flows. Eins auf den Rücken, einen normalen. Und Tanahashi hat das Match gewonnen. Was soll ich zu dem Match sagen? Vielleicht habe ich unterschätzt, dass Tanahashi fitter ist, als ich ihn eingeschätzt habe, was am Ende natürlich das Gegenteil war, denn ich war ein bisschen enttäuscht von dem Match. Vielleicht habe ich mir auch ein bisschen zu sehr was erhofft, denn vom Potenzial her von den beiden wäre natürlich viel mehr drin gewesen und wir kennen Tanahashi bei Big Matches, da legt er eigentlich dann nochmal so eine Schippe drauf. Bei Jay White kann es natürlich auch gelegen haben, den Druck zu haben, das drittletzte Match bei Wrestle Kingdom in seinem Return sozusagen nach der Exkursion, dass er vielleicht von dem Druck her doch ein bisschen sehr viel auf den Schultern hatte. Um ehrlich zu sein, war ich auch mit dem Sieger überrascht, weil eigentlich habe ich auch in der Preview gesagt, es war eigentlich mir zu deutlich, dass man Jay White den Titel gewinnen lässt am Ende. Der Charakter braucht auf jeden Fall nochmal ein bisschen Feinschliff, aber das hat auch Naito gebraucht für sein aktuelles Gimmick. Deswegen den Charakter direkt jetzt schon abzuschreiben, ist vielleicht noch sehr früh, gibt ihm noch ein bisschen Zeit. White ist ja jetzt Mitglied von Chaos und hat auch bei der Pressekonferenz gesagt, Okada, dein Titel werde ich früher oder später herausfordern und ich werde nicht so sein wie die anderen Mitglieder von einem Stable, egal welches, die ja stetig ihre Ansprüche zurückschrauben, weil ja ihr Kollege den Titel hält. Mir fällt da spontan ein Ishii, der glaube ich jetzt ein oder zwei Siege gegen Okada im direkten Vergleich hatte in den letzten Jahren und das Titelmatch nie gekriegt hat, weil er halt aus dem gleichen Stable kommt. Von daher könnte man da so ein bisschen den manipulativen Typen rausmachen. Einfach mal abwarten. Und ja, es wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen in dem Match von dem Potenzial her. Lag auch vielleicht, dass Tanahashi wirklich doch die Verletzungen schwerer sind, als man sie ihm ansieht. Hat auch nur knappe 20 Minuten gekriegt, sonst Tanahashi eigentlich immer regelmäßig an die 30 Minuten ran.
Tanahashi als nächstes gegen Suzuki. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das Match sein wird, weil Suzuki mit seinem Submission-Stil wird garantiert das Bein von Tanahashi quasi auseinandernehmen. So ähnlich wie er das auch gegen Okada letztes Jahr gemacht hat. Ja, ich bin mal gespannt, was Andi zu dem Match sagt. Ja, wir haben uns ja schon ausgetauscht im Chat bei uns. Also, ich wusste im Vorfeld noch nicht so richtig, was ich von dem Match halten sollte. Und als das Match zu Ende war, wusste ich es immer noch nicht. Das ist ganz komisch. Also, vielleicht kann man es so zusammenfassen. Das Match hat mich zwar nicht wirklich mitgerissen und es hat auch bei mir nicht Klick gemacht, es war aber trotzdem gut. Also, es ist vielleicht auch ein Stück damit zu erklären, was Claudio eben auch schon andeutete, Switchblade, die Geschichte um ihn von 0 auf 100 innerhalb weniger Wochen sozusagen, gleich das dritthöchste Match auf der Wrestle Kingdom Card, eigentlich sein erster wirklich richtiger großer Auftritt bei einer richtig großen Show, dann auch noch die Show des Jahres. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen was am Aufbau oder am Standing noch nicht so war, wie es sein sollte. Ich kann verstehen, dass man auf ihn setzt. Und New Japan zeigt da ja auch eine Kontinuität und eine Ausdauer. Wenn sie jemandem vertrauen, lassen die den auch nicht fallen. Also bei WWE wäre das jetzt vielleicht schon längst wieder vorbei. Allerdings frage ich mich, warum packt man ihn so schnell in so ein Match und lässt ihn nicht erstmal, irgendeinen Never-Title oder einen weniger relevanten Titel holen. Ich meine, der IC-Titel bei New Japan ist ja nur, also das, was der WWE-Titel eine Zeit lang mal war oder vor Ewigkeiten mal war, gar nicht so weit hinter dem Heavyweight-Titel zurück von seinem Standing her. Warum gibt man nicht Switchblade erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, Eingewöhnungszeit oder was auch immer, dann wäre dieses Match vielleicht auch vom Standing her höher gewesen. Also zum Beispiel Ishii gegen Tanahashi hätte bestimmt viele New Japan-Fans jetzt vom Standing von Ishii her, meine ich jetzt, vielleicht noch ganz anders angesprochen als ein Worker, der sich zwar anderweitig bereits verdient gemacht hat, dem auch garantiert ein Stück weit die Zukunft gehören wird, aber es wirkte für mich ein bisschen too rushed, was das anging. Und da das Match eben auch nur wirklich gut war, aber auch nicht der Showstealer des Abends war und eben gleich zwischen zwei Hammer-Matches war, also die beiden, die davor waren, waren richtig, richtig stark und die beiden, die danach kamen, waren nochmal ein Stück besser, dass das natürlich denkbar schwache Voraussetzungen waren, um hier die Hütte abzureißen. Und deswegen bleibe ich tatsächlich dabei, obwohl es nicht Klick gemacht hat, war es ein gutes Match, aber eben auch nicht mehr. Also 3,5 Sterne habe ich gegeben. Ja, ich meine, grundsätzlich finde ich einfach die Kritik bis zum gewissen Teil fand ich auch tatsächlich ein bisschen unfair, weil man muss auch einfach mal sehen, solches. Erstens war Tanahashi angeschlagen und Tanahashi wird nicht jünger. Und ich glaube, mit jedem Jahr ist Tanahashi schwerer in Form und die Zeiten, wo er dann auch wirklich jede Graupe wirklich zum sehr, sehr guten Match ziehen konnte, sind auch wahrscheinlich ein bisschen vorbei. Zumindest so lange, wie er nicht wieder vollkommen gesund ist und sich immer mit irgendwelchen doch ernsthaften Verletzungen herumplagt. Na klar, war es jetzt nicht Matches auf dem Niveau, was Tanahashi in den letzten 6-7 Jahren bei Wrestle Kingdom und auch bei allen anderen großen Shows gezeigt hat. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Aber es war auch weit davon entfernt, ein schlechtes Match zu sein. Und sind wir wieder hier bei dem Punkt, wie zum Beispiel auch, egal jetzt bei dem Opener oder bei Ibushi gegen Cody Rhodes, dass man das einfach auch in Relation setzen müsste. Bei anderen Shows, bei kleineren Shows, wäre es wahrscheinlich vielleicht das beste Match des Abends gewesen oder zumindest eines der besten Matches. Hier war es eben halt nicht der Fall, weil es eben die Qualität hier sehr, sehr groß war. Aber wenn wir hier reden von einem 3,5-Sterne-Match und ich würde aber selbst 3/4 und vielleicht, wenn man es jetzt ganz positiv sieht, vielleicht muss man es auch nochmal anschauen, vielleicht sogar ein 4-Sterne-Match redet, dann kann man nicht davon reden, dass es irgendwie eine Enttäuschung oder so war. Das finde ich einfach absolut nicht gerechtfertigt. Und ja, wie gesagt, dass hier die weite Titel nicht gewonnen hat, finde ich auch okay. Mal sehen, wie es im Grunde jetzt weitergeht. Mit der Fehde gegen Omega. Ich finde es halt immer ein bisschen
bisschen seltsam, wenn jemand sofort von einem Titelverlust zum nächsten Titel springt. Ist ja bei Suzuki auch der Fall. Oder von einem verlorenen Titelmatch zum nächsten Titel springt. Das finde ich halt ein bisschen nicht ganz so günstig umgesetzt. Gerade bei Jay White, der hätte sich vielleicht mal... Aber das Problem ist ja wahrscheinlich auch, es gibt bei New Japan nicht die Fülle an Einzelmatches. Wenn jetzt nicht gerade ein Turnier ansteht, wird es halt ein bisschen eng. Also soll heißen, Jay White kann sich da nur im Grunde über Multiman-Matches, hätte er sich zu diesem Titelmatch arbeiten können. So bekommt er im Grunde das gleich, obwohl er ja bei New Year Dash, ja, da hat er ein Einzelmatch gewonnen, aber im Grunde sofort danach jetzt anzukündigen, dass er jetzt ein Titelprogramm gegen mit Kenny Omega bekommt, ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Aber es gibt, glaube ich, Dinge, die wesentlich schlimmer sind in dieser Wrestling-Welt, von daher kann ich notfalls damit auch leben. Absolut. Ja, okay, dann kommen wir, glaube ich, zum Co-Main-Event. Sicherlich für einige Fans durchaus auch vielleicht der heimliche Main-Event, zumindest ist es vielleicht für viele, die New Japan nicht so verfolgen und hier eigentlich nur für dieses Match vielleicht mal reingeschaut haben. Und zwar das IWGP United States Heavyweight Championship Match zwischen Kenny Omega und Chris Jericho. Und spätestens hier, ich meine, man konnte es vorher auch noch so sehen, spätestens hier zum Vergleich zu vielen anderen Wrestling-Shows, vor allem auch zu WWE-Shows, sieht man im Grunde, was New Japan ausmacht und was auch diese Big-Shows ausmacht. Jedes Match ist anders. Konnte man eigentlich im Grunde schon durchaus mitbekommen, wie wir darüber geredet haben, vom Rumble über das Gauntlet-Match, über das Junior Heavyweight Tag Team Titel-Match, über Goto gegen Suzuki, über das Spotfest um den Junior Heavyweight Title und dann auch hier dieses Match. Es war ein New-TQ-Match und nein, so ein Crutch-Match, obwohl es im Grunde ja eigentlich nur aus zwei Prügeleien im Vorfeld bestand, wenn man so möchte, beginnt nicht mit einem Lock-Up und nicht mit Antasten, sondern die beiden sind eigentlich sich vorher schon mehr oder weniger an die Gurgel gegangen und es ging im Grunde eigentlich von der ersten Sekunde aus ja, hart zur Sache, sofort im Grunde mit einer Prügelei und es dauerte nicht lang, dann ging es sofort nach außerhalb des Rings, wo man dort auch eine Weile blieb. Omega beförderte Jericho über die Barrikade, versuchte es dann mit dem Dive, landete da aber durch das Kommentatorentisch von Kevin Kelly und Callis, niedete dabei Callis auch um. Jericho attackierte dann ein paar der Young Boys, die dort waren, beziehungsweise stieß er dann auch Red Shoes, glaub heißt der Referee, beiseite, weil er genervt von dem war. Und Claudio, wie hier heißt der Sohn von Red Shoes? Shota Umino. Das ist auch ein genau. Young Lion. Ja, genau. Gab es eben halt dann den schönen Spot, dass er eben im Grunde erst den Vater zur Seite stieß und dann um dem Vater nochmal richtig eins reinzuwürgen, seinen Sohn in die Wars of Jericho, beziehungsweise in den Lion-Tamer nahm. Sehr schöner Spot. Die beiden prügelten sich dann weiter außerhalb des Rings. Ich meine, Referee war K.O., soll heißen, der konnte den 20-Count nicht zählen. Omega beförderte dann Jericho auf den Hallenboden, legte den Tisch drauf und dann von dieser Stahlkonstruktion, die wo im Grunde die Lichter aufgehangen sind, wo Ospreay beim Junior Heavyweight Title Match einen Moonsault von zeigte, kam Omega hier mit einem Double Footstomp. Weiter ging es dann, Jericho deutete eine Powerbomb durch einen Tisch an. Omega wehrte sich, daraufhin ließ Jericho ihn einfach auf dem Hallenboden, oder verpasste ihm eine Powerbomb auf dem Hallenboden. Dabei Jericho, wie gesagt, eigentlich eine typische Heel-Rolle, die er wieder ausgefüllt hat, schaffte sich dann auch oder ließ ein Bild von sich machen oder machte ein Bild mit einem Fotografen am Ringrand. Es ging dann irgendwann wieder zurück in den Ring, wo es dann im Grunde auch die ersten Nearfalls gab. Jericho packte dann auch einen Lions Hold aus, der auch für einen großen Pop gesorgt hat, weil es im Grunde ja Jericho zum Anfang seiner Karriere als Junior Heavyweight bei New Japan unterwegs war und da auch im Grunde der Lionshold sein Finisher war.
entwickelte sich dann halt ein Schlagabtausch mit vielen Big Moves. Omega mit seinem typischen Dive nach draußen, Terminator Dive, wenn man so nennen möchte. Diesmal halt ohne die Young Bucks, die das Tempo vorgeben konnten. Das macht das Publikum ganz von allein. Geht also auch ohne die Bucks. Jericho versucht es dann immer wieder mit der Voice of Jericho, die er immer wieder ansetzen konnte. Omega konnte sich aber immer wieder irgendwie retten. Einmal, indem er im Grunde so Kühlungsspray nahm und das Jericho in die Augen sprühte, war auch dann ganz lustig. Dann saß er in der Ringecke, hat sich das Kühlungsspray auf die Haare gesprüht oder die Achsel gesprüht und in die Hose gespült. Das hat tatsächlich auch bei den doch ja vorurteilsmäßig eher zurückhaltenden Japanern für Lacher gesorgt. Weiter ging es dann mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Jericho Suplexes waren. Ich glaube, es waren 3 oder so. Beziehungsweise gab es dann erstmal einen Spot mit dem Stuhl, den Jericho vorher ins Match gebracht hatte. Jericho beförderte Omega, konterte den aus und beförderte den in die Ringecke, dort, wo der Stuhl eingeklemmt war. Daraufhin begann Omega auch zu bluten im Blade Shop, wie man durchaus auch sehen konnte, dass sich der gute Omega diese Wunde dann selbst zugefügt hat. Jericho ging dann halt mit den Chairshots immer wieder auf Jericho los, hat ihn damit ordentlich zugesetzt, ging dann auch aufs oberste Seil, wollte von dort einen Spot mit dem Stuhl zeigen. Omega konnte das aber kontern und ihn mit dem Move vom obersten Seil dann auf durch einen Tisch befördern, der außerhalb des Rings aufgestellt war. Dann backte Omega auch immer wieder seinen V-Trigger in Knee aus und den Peiltreiber für den Nearfall. Immer wieder der V-Trigger, versuchte dann den One-Winged Angel, Jericho konterte das sehr, sehr gekonnt mit dem Einroller, den er dann in die Walls of Jericho oder in ein Lion-Thema, wie man es nennen möchte, konterte. Omega einige Zeit in diesem Move, gerade immer am Rande des Bewusstseins verlieren und des Aufgebens, schafft es dann doch aber irgendwie an die Seile. Jericho dann mit dem Codebreaker, den Omega wieder großartig zählte. Ich glaube, den ersten hat er dann sogar nochmal gekontert mit dem V-Trigger. Er schaffte dann auch den One-Winged Angel, aber Jericho schafft es gerade so, den gleichen Spot wie bei Dominion zwischen Okada und Jericho, dass Okada gerade so noch ein Seil fassen konnte. Auch hier Jericho im letzten Augenblick, bevor der Referee zum dritten Mal auf die Matte schlug, konnte er das Seil ergreifen. Was hat man dann noch? Jericho setzte dann zu einer Top Rope Hurricanrana an, aber Omega im Grunde ließ sich dann fallen und Jericho landete mit dem Gesicht voran im Turnbuckle. Dann kam, glaube ich, der Codebreaker, der saß, den Omega wirklich großartig hält und eigentlich auch realistisch hält, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Wrestlern, die den Move eigentlich eher Comedy-artig sehen und nicht so, als wenn das wirklich ihr Move war. Also das ist hier wirklich schon der ganz große Unterschied, wenn man so möchte. Jericho wollte dann den Lion's Hold zeigen, diesmal mit Unterstützung eines Stuhls, den er auf Omega legte, aber Omega, als Jericho im Grunde im Laufen schon war Richtung Ringseil, sprang auf, warf den Stuhl Richtung Jericho, schnappte sich Jericho dann, One Winged Angel, und dann war das Match vorbei. Nach gucken wir nochmal kurz. 35 Minuten circa. Ja, also das Einzige, was ich so im Match kritisieren kann, es war ein No-DQ-Match, plötzlich wurde dann mit Count-Out und mit Rope-Breaks und dass da Omega, ich glaube, Jericho wurde auch ein bisschen angezählt, als Omega in den Seilen waren und er den Submission-Move, glaube ich, lang gehalten hat. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der einzige Unterschied zwischen der Walls of Jericho und dem Lion Tamer ist, dass beim Lion Tamer eigentlich Jericho noch das Knie auf den Nacken oder Rücken des Gegners noch legt. Das ist der einzige Unterschied zwischen den beiden Moves. Jericho hier nicht PG, keine WWE Abgrenzung von kinderfreundlich, agierte wie das größte Arschloch auf dieser Erde, nahm sich, als du gesagt hast, mit dem Fotografen, hat sich da die Kamera genommen, hat erst ein Foto von Omega gemacht, bevor er dann mehrere Fotos von seinem Mittelfinger gemacht hat, den er in die Kamera gestreckt hatte. Wunderbare Aktion, Omega
hat hier wirklich wunderbar gesellt. Jericho, das Großmaul, machte sehr oft Trash-Talk. Ja, der Blade-Job, wie du es halt schon gesagt hast, ein bisschen sehr auffällig. Man hat die Kamera, hat das sehr auffällig eingefangen. Hat man auch, glaube ich, Omega hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dann wirklich zu bluten, weil er dann, glaube ich, 3 oder 4 Mal dann mit dem Kopf in den Stuhl musste und auch die beiden sich ein bisschen abgesprochen haben. Ich habe extra versucht, nochmal zu hören, ob ich erkennen kann, was Jericho sagt, aber wer weiß, Botchamania, der ist ja der Experte, wo es ein Segment immer gibt, wo man hören kann, was die Leute sich immer gegenseitig zurufen. Vielleicht hat er das irgendwie herausgefischt und bei der nächsten Ausgabe weiß man, was Jericho zu Omega gesagt hat. Ja, das Match an sich, da stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. An sich fand ich das Match wirklich gut. Das war das Beste, was man rausholen konnte, weil Jericho ist auch fast 50. Der ist halt nicht mehr der Jüngste und Fitteste. Halt normal, wenn man in ein hohes Alter kommt. Nur irgendwie packte mich dieses Match gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie war ich nicht in diesem Match drin, wo manche Leute gesagt haben, boah, das ist ein Match des Jahreskandidat, das Match kriegt 5 Sterne, so gut war das noch nie und so weiter. Auf dem Niveau bin ich nicht. Ich habe mir das Match ein zweites Mal angeguckt und es packte mich immer noch nicht. Ich weiß auch nicht den Grund, warum. Vielleicht passiert das einfach mal, dass man ein Match hat und es man ist nicht so in dem Match drin und man fiebert damit. Die Aktionen waren alle sehr gut, harte Aktionen mit den Waffen, vor allem der Stuhl kam ja sehr häufig zum Einsatz, auch der One Winged Angel auf ein. Omega eigentlich klar der erwartete Sieg sozusagen, auch wenn Jens bei der Preview angedeutet hat, eventuell könnte der Jericho den Titel gewinnen. Der hat aber wohl jetzt ein anderes Programm, denn bei New Year Dash hat man Jericho gegen Naito aufgebaut. Laut aktuellen Informationen soll das wohl das Match sein für die Show in den USA. Was natürlich auch für die USA ein großes Match sein kann, wenn vor allem Chris Jericho dabei ist. Ja, Omega tritt gegen Jay White an bei der New Beginning Show. Und ja, was sagt ihr zu diesem Match? Erstmal kurz noch zu Naito gegen Naito gegen Jericho. Irgendwie bezweifle ich, dass das irgendwie noch ein bisschen, weil, also dass das in den USA stattfindet, weil es ist eine Sache im Grunde, dass Vince McMahon keine Probleme damit hat, dass Jericho bei Wrestle Kingdom im fernen Japan antritt. Es ist eine ganz andere Sache, wenn er, keine Ahnung, den Main Event in einer Show in Kalifornien bestreitet. Irgendwie habe ich da, um ehrlich zu sein, meine Zweifel dran, dass das der Plan ist. Ja, also das ist zumindest, glaube ich, was der Wrestling Observer Radio gesagt hat. Ja, mag sein. Ich bezweifle das trotzdem, um ehrlich zu sein. Ja, ist halt auch auffällig, dass Naito für die Australien-Tour nicht angekündigt ist. Und vom Datum her könnte das passen, dass er dann das Match quasi in den USA macht. Wie du schon gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich in den USA stattfindet, weil man hat es in Japan aufgebaut und ich glaube, Vince wird nicht ganz glücklich sein, dass Jericho versucht, in den USA New Japan größer zu machen, außer natürlich so, wie das Kidani angedeutet hat. Er ist nicht abgeneigt, Leute zu New Japan zu holen, die bei der WWE mal waren. Und er hat es ein bisschen versteckt angedeutet, so lange, bis die andere Seite sagt, lasst uns zusammenarbeiten. Also, ja. Also das ist ja eher eine Kampfansage. Aber ja, die Frage ist halt, ob Jericho sich darauf auch einlässt. Ja. Weil Jericho hat immer gesagt, er hat nicht um Erlaubnis gefragt deswegen, aber er hat WWE und Vince darüber unterrichtet und die hatten nichts dagegen. Die Frage ist aber, würde er das auch machen, wenn die was dagegen haben? Ja, ich glaube... dagegen werden sie was haben. Ja, ich glaube, Jericho wird dann sich auf Seiten WWE schlagen, weil dazu ist er zu sehr WWE gepolt. Eben auch. Und deshalb gehe ich mal eher davon aus, dass das vielleicht für irgendeine Show in Japan geplant ist. Ja, vielleicht auch möglich für seine Bootstour. Das wäre mir fast wieder ein bisschen klein. Oder zumindest für New Japan ein bisschen klein. Ich glaube, dafür wird sich in New Japan nicht sonderlich interessieren, um ehrlich zu sein. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Match wo es stattfinden wird. Man hat es ja auch im Vorfeld von Wrestle Kingdom so ein bisschen angedeutet, weil Jericho in den Promos gesagt hat, wir sind zwar angekündigt als Double Main Event, aber ich bin der wahre Main Event. Und Naito hat gesagt, nein, das bin ich.
Und man hat das schon in Interviews zwischen den beiden schon so ein bisschen hier und da mal ein paar Sprüche gegen den anderen gemacht. Also so ähnlich wie gegen Omega, auch über Interviews, Twitter, hat man so ein bisschen angedeutet, die Rivalität jetzt. Und man hat das auch bei dem Brawl bei New Year Dash gemacht. Und ja, noch eine kleine Sache, das hat Kosel im New Japan Talk Thread gepostet. Omegas Einzug, falls man nicht erkennen konnte, was das sein sollte, es war ein Cosplay zum Spiel Destiny 2. Sah eigentlich ein bisschen aus wie Mega Man. Ja, ich dachte erst so, was möchte Anubis mit einer Waffe, aber... ja, oder so, ja, richtig. Ja, das Match an sich, wie gesagt, ich fand das Match Bern stark. Und auch eines Co-Main-Events bei Wrestle Kingdom absolut würdig. Also mich hat es ein bisschen gewundert, dass das Match bei einigen so unter Kritik stand. Ich meine, ja, okay, es war ein bisschen lang, gerade weil ja im Grunde so diese typischen Hardcore-Spots und dieses Brawl außerhalb des Rings, dachte ich erst, na, so lange wird das Match hier gar nicht gehen, wenn man hier im Grunde schon in den ersten Minuten solche Spots auspackt. Aber das eigentliche Wrestling-Match, also das klassische Wrestling-Match, entwickelte sich dann ja eigentlich, wenn man so möchte, erst in der zweiten Hälfte. Klar, es gab immer wieder Stühle, aber es war jetzt nicht so die übertriebene Hardcore-Schlacht, wo ich mir dann so dachte, naja, um ganz genau zu sein, man hätte diese Stipulation gar nicht gebraucht, ne? Weil Jericho hatte den Referee auch so im Grunde, ja, ich meine, attackieren hätte er nicht dürfen, aber bei New Japan, wie oft wurde da schon ein Referee attackiert und es gab keine DQ. Und dann hätte man sich auch außerhalb des Rings brawlen können, also durch den Tisch. Also ab und an mal tatsächlich bei House-Shows, also den Road-to-Shows, das war zufällig Suzuki Gun, da gab es tatsächlich ab und an mal DQ-Siege für Chaos gegen Suzuki Gun, weil Suzuki oder Iizuka den Referee attackiert haben. Aber selten und vor allem nicht bei so einem Match. Ja, richtig. New Japan hat da eine sehr weite Ansichtssache, was DQs angeht. Bedeutet, bis auf die Spots mit dem Stuhl hätte man im Grunde durch den Tisch fallen und darüber wäre alles in Ordnung gewesen. Der Brawl außerhalb des Rings, wenn der Referee K.O. ist, auch. Also eigentlich hätte man die Situation gar nicht gebraucht, wenn man ehrlich ist. Und ich fand's Jerichos bestes Match seit Jahren. Müsste jetzt gucken, seit wie vielen Jahren, aber doch, naja, weiß ich nicht, 2010, 2009, irgendwie in die Richtung würde ich schon gehen. Was sicherlich auch daran liegt, dass Jericho hier nochmal ganz besonders motiviert war, weil er weiß, der kommt bei WWE auch mit weniger weg. Hier stand er nochmal ganz anders im Fokus, weil ihm halt der Druck dafür, dass er hier wirklich ein absolutes Weltklasse-Match auflegt, nochmal ein ganz anderer ist als selbst bei WrestleMania. Ne? Also selbst bei WrestleMania war ein Match, was gegen Kevin Owens, was eigentlich hinter den Erwarten geblieben ist, war am Ende des Tages trotz allem mehr oder weniger das Match des Abends. Das sagt so richtig was aus. Und hier wäre, glaubt, ein, keine Ahnung, ein 4-Sterne-Match eine absolute Enttäuschung und eins der weniger guten Matches der, oder nicht in den Top 5 gewesen bei dieser Show. Und dafür hat mich Jericho wirklich beeindruckt. Er hat den Stil von New Japan bis zu einem gewissen Punkt adaptiert. Natürlich hat er trotz allem sein Match gewirkt, hat eine super Heel-Rolle abgegeben, hat aber trotzdem im Grunde die stiffen Spots und so weiter gut mit adaptiert, ist das Match gut mitgegangen. Und dementsprechend würde ich dem Match hier auch wahrscheinlich 4-3/4 Sterne geben. Ich fand das Match absolut awesome. Und auch beim zweiten Mal gucken. Das Einzige, was war, wie gesagt, man hätte sagen können, naja, 10 Minuten weniger wären auch okay gewesen. Aber davon abgesehen, sehe ich hier keinen großen Kritikpunkt an dem Match irgendwie. Also zwischen euch beiden tendiere ich tatsächlich auch zu Jens. Ich fand das Match richtig, richtig, richtig gut. Wenn wir hier über Sterne sprechen, war ich bei 4,5. Ich war im Vorfeld gespannt, was der alte Mann A noch so kann und B, was er in einer Umgebung kann, die er ewig und 3 Tage nicht mehr erlebt hat und C, was Kenny mit ihm anstellen wird. Und ich dachte, okay, Omega wird Jericho schon zu einem richtig starken Match ziehen, aber so war es gar nicht. Natürlich war Omega mit Abstand der, der gerade die Stiffen-Aktion genommen hat und er war auch der, der im Match die prägenden Akzente gesetzt hat. Das ist, glaube ich, auch nicht wirklich strittig. Aber Jericho war nicht nur derjenige, der Kennys Stil oder die Matchführung mitgegangen ist. Er hat tatsächlich auch eigene Akzente gesetzt. Und das ist einfach so gut aufgegangen, wie die beiden das umgesetzt haben. Es war das, was man sich im Idealfall erwarten konnte und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil
als Jericho reinkam, dachte ich zuallererst, gute Güte, der Mann ist aber ordentlich im Futter. Also das war ja bei WWE, gut, der Mann ist ja auch jetzt keine 20 mehr, schon zu sehen. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es war scheißegal. Der Junge hat ein unglaubliches Verständnis gehabt. Die Chemie zwischen den beiden hat, fand ich, absolut gestimmt. Die Spots haben gestimmt und das ist ganz, ganz wichtig, was bei WWE so unglaublich fehlt, die Matchgeschichte, wie die beiden das erzählt haben. Das war unglaublich gut. Und vor dem Hintergrund war alles, was ich mir von dem Match erwartet habe, erfüllt oder übertroffen. Ich kann auch Claudio verstehen, wenn er sagt, dass ihm da irgendwas gefehlt hat. Ich kann es nachvollziehen. Ich selbst war vollkommen geflasht, aber ich weiß, was du meinst. Entweder so ein Match macht Klick oder es macht nicht Klick. Und bei mir hat es absolut Klick gemacht. Und von der Matchführung und von der Qualität gibt es, glaube ich, auch nicht viel zu meckern. Ganz im Gegenteil. Also für mich, wie gesagt, das zweitstärkste Match des Abends. Viel hat nicht gefehlt, dann wäre es vielleicht sogar der Showstealer geworden. Aber großer Applaus für alle beiden Beteiligten, für Omega wie auch für Jericho. Das war stark. Ich gucke mir das Match einfach noch mal ein paar Monate noch mal an. Vielleicht bin ich dann auch auf eurem Level, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich möchte gerne das Match auch so feiern, aber irgendwie fehlt mir was. Ich weiß nicht warum, vielleicht brauche ich einfach wirklich 2-3 Monate mal Abstand von dem Match und dann gucke ich es mir an und dann verstehe ich, warum ihr in so eine hohe Sterneregierung geht. Mal schauen. Ja, man muss es ja auch immer ein bisschen als Vergleich setzen. Wenn man so möchte. Natürlich war das jetzt nicht, keine Ahnung, die 5-Sterne-Matches oder 6-Sterne-Matches aus dem letzten Jahr, brauchen wir ja nicht drüber reden. Wie gesagt, jemand, der hier 4,5 geht, bin ich auch einfach absolut zufrieden. Aber gehen wir jetzt mal von Meltzer aus oder gehen wir mal jetzt von den Matches aus, die da im letzten Jahr bei WWE hochgelobt wurden. Pete Dunne gegen Tyler Bate oder AJ Styles gegen John Cena. Da würde ich mich bis aufs Blut rumschreiten, wenn jemand behauptet, das Match hier wäre nicht gleichwertig gewesen. Ja, da würde ich mich auch streiten. Absolut. Also ich habe ja nichts gegen die Matchqualität, bei aller Liebe nicht, aber vielleicht, das ist schwer in Worte zu fassen, was das Problem mit dem Match ist, weil vielleicht hatte ich die Erwartung halt, Omega gewinnt sowieso und deswegen war bei mir irgendwie, war ich mit gewissen Vorstellungen in das Match reingegangen und die verhindern was. Das ist wirklich schwer zu sagen. Also natürlich, mit WWE. Natürlich, ich meine, da gebe ich dir sogar recht. Das ist im Grunde das gleiche wie bei, keine Ahnung, beim G1-Finale. Omega gegen Naito. Ja. War für mich nicht auf, oder für mich persönlich, ich fand die ersten beiden Matches von Okada und Omega besser, weil ich wusste, dass Naito gewinnt. Aber auf der anderen Seite ist es einfach hier der Punkt, bei dem G1-Finale war es okay für mich, dass Naito gewinnt, auch wenn ich Omega vielleicht, ich weiß nicht, war ich eher in dem Sinne, wenn ich das als Markt betrachte, eher für Omega, obwohl es unrealistisch war, wie gesagt, sei mal als Ausländer G1 hintereinander gewinnen, ne, absolut unrealistisch. Und hier war es einfach so, keine Ahnung, ich hätte mir die Haare ausgerissen, hätte Jericho das Match gewonnen. Ja. Aber Claudio, ich kann dich gut verstehen. Wichtig ist ja, dass man die Qualität des Matches als solche sieht und anerkennt. Und da hast du ja auch gar keinen Stress mit. Ob es persönlich Klick macht, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also es gibt auch Matches, die Meltzer mit 5 Sterne bewertet hat, die ich auch wirklich gut fand, aber die bei mir eben nicht so absolut Klick gemacht haben, aus rein persönlichen Gründen. Aber von der Qualität des Matches her, da streitest du ja auch nicht so, wie ich dich verstanden habe. Ja. Also das Match an sich wirklich war ja auch wirklich stark und ich würde auch, so wie Jens am Anfang gesagt hat, dass das Match Co-Main-Event würdig war, unterschreibe ich komplett, aber persönlich irgendwie die Erwartungen vielleicht zu hoch oder zu niedrig und ich war enttäuscht, ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt. Es hat nicht Klick gemacht bei dir. Genau, dieses berühmte Klick bei einem Match, das war nicht da und aber auf jeden Fall die Qualität von dem Match auf gar keinen Fall abstreiten, weil das Match war wirklich sehr gut. Ich habe das auch wirklich ausführlich gesagt, warum, wieso, weshalb, warum. Wie gesagt, ich
gönn mir erstmal Pause von Omega Jericho und wer weiß, dann zu Dominion gucke ich mir das nochmal an und dann macht's vielleicht bei mir Klick. Wer weiß, mal sehen. Okay, kommen wir zum Main Event. IWGP Heavyweight Championship, Kazuchika Okada verteidigt hier seinen Titel gegen den G1-Gewinner 2017, Tetsuya Naito. Ja, sicherlich das Match. Eigentlich muss man hier so sagen, ich meine, Jericho gegen Omega hin und her, das war eigentlich der wahre Main Event. Auch der richtige und der einzige Main Event, vor allen Dingen, weil alles andere würde auch nicht zum letzten Jahr passen, wenn man ehrlich ist. Und dementsprechend, für mein Dafürhalten, hat man hier tatsächlich auch Ende das beste Match der Show abgeliefert. Ja, im Grunde, wie fangen wir an? Match ging langsam los, wenn man so möchte. Eigentlich erstmal wieder die typischen Spots, wie man eigentlich von Naito auch kennt, ne? Lock-up, dann ins Seil drücken, eine Aktion antäuschen und dann doch keine Aktion bringen. Ich glaube, das hat man immer wieder gesehen, um dann im Grunde dann doch den Cheap Shot zu landen mit dem Tritt in den Magen. Ja, ich tue mich hier gerade ein bisschen schwer, weil meine Notizen auch ein bisschen mangelhaft sind. Ich glaube, ich war nur wahrscheinlich zu gefesselt. Ich glaube, der erste größere Spot war ein Dropkick von Okada gegen Naito, mit dem er sich Naito auf den Ringboden beförderte. Außerhalb des Rings gab es dann Neckbreaker von Naito gegen Okada über die Absperrung. Innerhalb des Rings ging Naito dann immer wieder vermehrt auf den Nacken von Okada los, auch immer wieder mit seinen Dropkicks und Neckbreakers. Okada seinerzeit, im Grunde konzentrierte sich dann durchaus auch auf den Kopf bzw. auf den Nacken, zeigte Trapping TDT außerhalb des Rings, also im Grunde Naitos. Beide waren auf der Barrikade und diesen Randy Orton, DDT, wenn man so möchte, der auch sehr spektakulär aussah. Innerhalb des Rings setzte Okada danach mit dem Flapjack, der auch super aussah. Also gefühlt war Naito, keine Ahnung, 3 Meter über den Ringboden. Ein bisschen übertrieben, aber sah wirklich schon sehr, sehr cool aus. Okada dann noch mit einem Elbow Drop und dann wurde schon im Grunde das erste Mal der Rainmaker angedeutet. Aber Naito konnte im Grunde das verhindern. Okada dann mit dem Cobra Clutch, den er ja mittlerweile adaptiert hat, auch aus Konter für den Destino. Naito gelangte aber ans Seil. Naito dann später mit einer Reverse Hurricane Rana vom obersten Seil. Das sah sehr spektakulär aus. Die Stardust Press Corkscrew ging dann aber daneben. Weiter ging es dann im Laufe des Matches. Okada wieder mit seinen Running Dropkicks, die immer wieder kamen. Eine konnte aber dann Naito kontern mit dem Flying Forearm. Okada dann später wieder mit dem Missile Dropkick vom obersten Seil, den aber daneben setzte. Später konnte er dann aber einen German Suplex und dann auch einen Rainmaker dann anbringen. Naito kickt aber auch aus. Auch zum Ansatz vom Tombstorm kam er wieder raus. Und ja, Naito verwählte aber dann in Enziguri. Okada versuchte dann nochmal einen Tombstorm. Da konnte aber Naito wieder kontern, diesmal mit dem Destino. Aber Naito war zu angeschlagen, um das Cover einzusetzen. Und Okada auch dann deutlich im Grunde angeschlagen von dem Finisher. Und dann im Grunde kam so dann die High-Spot-Phase, so heißen dann jagte ein großer Spot den nächsten. Bis Okada dann am Ende des Tages dann mit seiner, wenn man so möchte, entscheidenden Aktion, also Tombstone Bildrider und dann den Raymaker den Sack zumachte. Ja,
Für mich war es das Match des Abends. Man kann auch schon zählen, Match des Jahres, ein Kandidat, auch wenn das Jahr 2018 natürlich früh ist, aber nach so einem Match hat man das auf jeden Fall auf dem Zettel. Ja, es war einfach überragend. Jens hat ja die Geschichte von dem Match gut zusammengefasst. Vor allem, was mir bei Naito ein bisschen aufgefallen ist, am Ende hat er sich doch von den Zuschauern zu viel treiben lassen, dass er dann doch nochmal so ein bisschen ins Publikum zeigt und nochmal forderte, so jetzt kommt nochmal Destino oder ich zeig nochmal die Stardust Press, ich versuche es nochmal. Und dass er damit quasi dann einen Fehler gemacht hat. Und den hat Okada mit dem Spinning Tombstone und Rainmaker dann am Ende dann ihm den Titel gekostet. Auf jeden Fall wirklich ein Match, wo man beide sehr gut dargestellt hat. Die Lautstärke am Anfang war natürlich bombastisch, wenn plötzlich 40.000 Leute ein Chant-Duell zwischen Okada und Naito machen. Unglaubliche Stimmung, natürlich Japan-typisch, manchmal etwas ruhiger, um dann bei den Spots dann natürlich zu applaudieren, aber wenn man halt Japan öfters geguckt hat, dann weiß man, dass die Zuschauer halt so sind und nicht immer, was man so sagt, sie applaudieren nie und so weiter. Das war wirklich gut gemacht, auch wenn manche Leute im Chat es nicht immer so ganz toll gefunden haben, dass dann die Frauen vor allem dann Naito und Okada ständig gerufen haben, aber das war auch bei Shinsuke Nakamura so, da gab es dann auch immer ständig eine Frau oder mehrere, die ständig Shinsuke gerufen haben, das hat fiel dann halt auf, vor allem wenn die Halle ein bisschen ruhiger ist. Ja, unerwarteter Sieger eigentlich, weil man hat so viel gemacht für Naito, dass man eigentlich ihn triumphierend bei Wrestle Kingdom in seinem ersten Main Event, den er ja vor 4 Jahren verloren hat, in einem Fanvote gegen Nakamura Tanahashi, dass er dort sich zum Heavyweight Champion krönt, ist ihm verwehrt geblieben. Natürlich zunächst bei mir, nachdem ich es live gesehen habe, der Frust wie letztes Jahr bei Okada Omega. Warum hat Gedo nicht den Sieger, warum hat er Okada wieder gewinnen lassen? Man kann damit ein bisschen andeuten, dass man die Geschichte von Tanahashi und Okada, die vor 2 Jahren ihr Ende gefunden hat, nochmal ein bisschen wiederholt mit, dass Okada gegen Naito 2-mal gewinnt. Einmal damals vor 4 Jahren und jetzt dieses Jahr und dann nächstes Jahr vielleicht dann nochmal zu Okada Naito kommt und dann Naito gewinnen wird. Ja, dadurch hat Okada jetzt die 9. Titelverteidigung in seinem Run und ihm fehlen noch 2, um den Rekord von Tanahashi einzustellen, der 11 Titelverteidigungen hinbekommen hat. Zumindest deutet man jetzt ein, nachdem man ihn jetzt den Titel über ein Jahr gehalten halten ließ, der Rekord für die meisten Tage, für die längste Regentschaft im Einzelnen, hat er alles, ihm fehlt jetzt quasi nur noch der Titelverteidiger-Rekord. Auch wenn ich Sanada den Titel gönnen würde, glaube ich nicht dran, dass Sanada bei The New Beginning den Titel gewinnt. Damit wären wir bei Okada Nummer 10. Und je nachdem, wie der Fahrplan lautet, könnte ich mir sogar theoretisch vorstellen, dass Okada den Rekord bricht, aber bei Dominion dann nach 2 Jahren Regentschaft dann den Titel abgeben könnte. Wäre eine Idee, ich wüsste aber nicht gegen wen. Vielleicht Naito in Osaka oder vielleicht doch Omega oder man hat was anderes vor. Bin ich mal gespannt drauf. Aber für mich war dieses Match wirklich sehenswert. Wrestle Kingdom Main Event, das beste Match auf der Card und für mich ein Kandidat für das beste Match des Jahres. Ja, naja, ich meine, ein bisschen früh im Jahr, aber eigentlich ist der Main Event von New Japan immer einer der Kandidaten oder zumindest ein sicherer Tipp für die Top 10 und auf jeden Fall auch eigentlich immer ein Kandidat für das Match des Jahres. Ja, kann man nicht viel hinzufügen. Das Match fand ich absolut großartig. Durchaus alle Erwartungen erfüllt, zumindest wenn man nicht davon ausgegangen ist, dass es hier ein 6-7-Sterne-Match kommen muss, aber ein 5-Sterne-Match war es, zumindest für mich eindeutig. Es war spannend, es war gut aufgebaut, auch am Ende, ich finde es ja halt immer ein bisschen interessant, wenn man liest ja dann auch so ein bisschen immer die Kommentare, die man zu Matches sieht oder so, und da gibt's ja auch dann immer Foren, wo Matches bewertet werden, da hat man dann eben halt dann auch WWE-Fans, die sich das mal angeguckt haben,
wo dann so steht, ja, hat mich nicht so mitgerissen, ich kenne mich da zwar nicht so aus, aber die Match-Story, bla bla blub, und am Ende zu viel Highspot, blub bla blub, und dann nach einem Finisher-Move, dann zeigen sie auf einmal wieder, als wenn nichts wäre, den nächsten Move, wo ich mir so sage, irgendwie muss ich was anderes sehen. Also, schlag mich tot, aber eigentlich über die ganze Show konnte man deutlich sehen, dass bei New Japan wesentlich mehr gesellt wird als bei WWE oder TNA oder Ring of Honor oder Independent oder irgendwas. Und wenn es am Ende dann im Grunde die Quarnstein kommt und dann kommt die Zeit, wo die großen Moves aufgepackt ist, ist es einfach so, dass man eben halt im Grunde das auch so herüberbringt, dass es immer so im Grunde mit der letzten Kraft noch ist, dass man irgendwas zeigt. Und das war bei dem Omega gegen Jericho so, das war bei White gegen Tanahashi so, das war auch hier im Main Event vor allen Dingen so. Und wie gesagt, als Negativbeispiel sehe ich dann immer, was ein gutes Spot-Festival war, aber wenn es hier im Grunde um Selling geht, ne, und dieses Vorurteil, bei WWE versucht man die Matches mehr zu sellen, dort lernt man zu sellen, wo ich sage, Bullshit, im Vergleich zu New Japan sellt man bei WWE einen alten Scheißdreck. Ne? Auch gerne hier als Beispiel, super Beispiel ist immer Dolph Ziggler, oder auch Dean Ambrose, oder eben halt auch AJ Styles gegen John Cena, die Matches, die im Grunde nur aus Big Moves bestanden. Und wir wissen ja alle ohnehin, dass John Cena der Meister des Sellens generell ist, spätestens wenn er gewonnen hat und dann aufspringt und seine Geste macht, wie super er sellt. Also das finde ich immer ein bisschen interessant, dass man wie so die Einsicht doch ein bisschen, dass man den Punkt hat, ob man sich fragt, ob man überhaupt das gleiche Match gesehen hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Absolut großartiges Match. Okada als Sieger. Ja gut. Man versucht Okada jetzt ein bisschen over the top zu pushen irgendwie als wirklich besten, größten Champion aller Zeiten. Er ist halt Ghettos Liebling. Von der Warte her muss man sich eigentlich darüber wundern, dass Okada nicht noch mehr schon die John Cena-Behandlung von den Fans bekommt. Aber dafür sind die Japaner wahrscheinlich überwiegend den Teil zu nett. Aber auf der anderen Seite, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, für Naito ist es trotz allem eine Frage der Zeit. Man muss oder sollte sich natürlich die Frage stellen, jemand der Naito, der im Grunde eigentlich, klar, Okada ist der beste Wrestler der Welt. Okada ist jemand, den du an die Spitze stellen kannst. Ist alles richtig. Ne? Hat auch schon über Jahre hinweg gezeigt, dass er zu Recht in diesem Spot steht. Aber im letzten Jahr war es eben so, dass eigentlich Naito derjenige war, der das Business für New Japan gemacht hat. Der im Grunde der größte Star war, mit dem er am meisten Geld verdient hat. Ob es dann nicht besser gewesen wäre, ihm den Titel zu geben? Ne? Manchmal sollte man auch nicht zu lange damit warten. Also er wird den Titel gewinnen. Ich bin mir auch sicher, er wird den Titel vermutlich auch noch dieses Jahr gewinnen. Aber nachdem im letzten Jahr im Grunde bei Omega schon das Gleiche war, und da hat man ja auch erwartet, dann er wird den Titel ja schon gewinnen irgendwann, und er gewann den Titel eben nicht, weiß ich nicht, ob es nicht irgendwann mal zu viel des Guten ist, Okada immer wieder den Titel verteidigen zu lassen. Also letztes Jahr hätte ich Omega schon lieber als Champion gesehen, dieses Jahr irgendwie Naito. Und auch wenn ich es verstehe, warum man es nicht tut, aus einer gewissen Warte, denke ich mal, man sollte es jetzt langsam dann auch nicht übertreiben. Und diese Rekorde, die man dann bringt, die sind vielleicht am Ende des Tages auch halb so wichtig, als vielmehr die Star-Power, die man vielleicht beschädigen könnte, wenn man es hier mit Okada übertreiben sollte. Ja. Kurz von meiner Seite zum Match. Jens hat es eben sehr schön gesagt, was Wrestle Kingdom dies Jahr im Besonderen und auch sonst im Allgemeinen auszeichnet. Jedes Match ist anders. Oder viele der Matches unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie geführt werden. Zum Beispiel Suzuki gegen Goto, komplett anders als, was weiß ich, das Match von den Bucks gewissermaßen. Und auch ganz anders als das Match, keine Ahnung, Tanahashi gegen White beispielsweise. Also jedes Match besticht durch eine andere Art und Weise der Matchführung beziehungsweise durch eine andere Art des Inhalts, wie es aufgebaut ist. Und ich habe die Show geguckt und dachte, ja, alles super, aber irgendwie so dieses typische New Japan Match, was ich für mich mit New Japan immer assoziiere, das habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen. Und dann
kam der Main Event und es war eigentlich genau das Match, was oder das Match, das das geboten hat, was ich an New Japan ebenso schätze. Wie Jens schon sagte, der Aufbau war zuerst etwas behäbig, sie haben auch ein bisschen rumgespielt. Das Match fing auch relativ langsam an und trotzdem fand ich es in keiner Weise so wie ein WWE-Match, das langsam anfängt. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal John Cena gegen AJ Styles, das ist ja letztes Jahr beim Rumble unglaublich, ich glaube Melzer hat 4-3 Sterne gegeben. Ich habe das nicht nachvollziehen können, warum das so bärenstark bewertet wurde. Egal. Da weiß ich, die spulen ihre Moves ab und dann kommt irgendwann das Finisher-Festival. War ja auch so letzten Endes. Aber hier bei New Japan finde ich es immer anders, gerade bei so großen Matches. Da ist jeder Move erstmal unglaublich stark und fast perfekt ausgeführt. Das sieht so gut aus, das fließt so schön vor sich hin, das hakt nicht, das läuft. Und das ist auch anders als bei WWE. Jeder Move bedeutet was. Alles hat Hand und Fuß, was hier bei diesem Match kam. Es war auch in der Anfangsphase, ich meine, wir hatten 35 Minuten knapp gehabt, auch in der Anfangsphase habe ich es einfach genossen, dieses Match mir anzugucken. Das war wenig spektakulär, aber es war einfach richtig gut. Und irgendwann kommt dann die Phase, wo es dann Klick macht. Der erste Rainmaker kam für mich relativ früh, vielleicht ein Tick zu früh, weiß ich nicht, aber relativ früh. Das war aber letzten Endes der Punkt, wo es dann in die Vollen ging. Wo man wusste, okay, jetzt kommt der Punkt, wo theoretisch jeder Finisher das Ganze entscheiden kann. Bei New Japan bedeuten die Finisher ja auch was. Das heißt, man kann da aus einem rauskicken, aber dann ist auch wirklich Schluss. Wenn man aus dem zweiten auch noch auskickt, dann ist wirklich was Besonderes im Busch gewissermaßen. Das heißt, jeder Finisher, der danach kam, hätte der Letzte sein können. Und davon lebte dieses Match. Nach der großartigen, ruhigen, aber perfekt executive, also perfekt ausgeführten Phase, kam dann die Dramatikphase. Genau wie ihr war ich mir sicher, dass Naito hier gewinnen muss. Das hätte gar nicht anders sein können. Es kam Anlass und ich hab da auch ein Stück weit die Spannung draus gezogen. Als es vorbei war und Naito nicht gewonnen hat, konnte ich damit leben. Ich bin weder ein großer Fan von Okada noch von Naito, obwohl ich beide wrestlerisch und auch von ihrer In-Ring-Persönlichkeit durchaus anerkenne. Nur wie Claudio so schön sagte, entweder es macht bei einem persönlich Klick oder nicht. Wo es bei Omega und Ishii bei mir Klick gemacht hat, hat es bei den beiden zum Beispiel nicht so Klick gemacht. Deswegen war ich relativ entspannt, wie es hier ausgeht und konnte mich von dem Match einfach mitnehmen lassen. Und das war für mich einfach ein ganz, ganz bärenstarkes Match. Das New Japan Match, das ich mir erhofft habe, das New Japan Match, das ich bekommen habe. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen 4-3/4 und 5, bin genau wie Jens auch bei 5 Sternen gelandet. Keines der drei Okada-Omega-Matches wurde hier meines Erachtens erreicht, weil das waren wirklich over the top von einem anderen Stern-Matches. Aber das war in Sachen New Japan, wie ich es kenne, erhoffe und erwarte, genau das, was abgeliefert hätte werden können. Deswegen bin ich hier auch bei 5 Sternen. Potenzieller Match of the Year-Kandidat, muss man sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass es in der Endabrechnung entsprechend aufgeführt werden könnte. Wenn nicht, steht uns ein überragendes Wrestling-Jahr bevor, so ähnlich wie letztes Jahr auch, ja, überragend losging. Also für mich war das Match auch das Stärkste der Show und ich habe überhaupt nichts da zu kritisieren. Absolute Bombe und wie es jetzt mit Okada weitergeht, mit Naito weitergeht, es ist ja alles mehr oder weniger offen und deswegen auch spannend. Alles kann passieren. Ich weiß auch nicht, wer jetzt Okada herausfordern soll. Eigentlich ist Naito immer noch mit Abstand derjenige, welcher. Omega ist auch bärenstark im Moment, aber danach wird es schon schwer. Also Sanada ist für mich, für euch denke ich mal auch, ein Übergangsgegner. Also wenn Sanada Okada entthronen sollte, das wäre das ist ja, also es wäre ein Paukenschlag ohne Ende. Wird auch nicht passieren. Ja, aber dann bin ich mal gespannt, was passiert. Aber das Match, wie gesagt, absolute Bombe. Na, ich glaube, bei Sanada ist einfach das Problem, dass es halt die New Beginning Shows sind. Wäre das, keine Ahnung, Dominion oder so, ich würde es nicht ausschließen. Weil ja, Gedo hat solche Dinger drauf. Und dann hast du im Grunde halt wahrscheinlich das Ende von Las Ingobernables, was eigentlich dumm wäre zum jetzigen Zeitpunkt, weil man mit deren Merchandise in Japan noch mehr Geld verdient als mit dem Bullet Club Merchandise, während Bullet Club international, glaube ich, besser läuft als Los Ingobernables. Aber
Von der Warte her, dass du eben halt im Grunde zwei Stable-Mitglieder gegeneinander hättest, würde ich es noch nicht mal ganz ausschließen. Ich meine, es gab, Okada hat den Push damals auch im Grunde aus dem Nichts bekommen. Aber dadurch, dass es New Beginning ist, würde ich das im Grunde ausschließen. Und man muss ja auch erwähnen, zumindest wenn man sich so ein bisschen mal reinliest, viele denken, wenn irgendwann mal ein Split oder ein Turn von bei LRJ kommt, dann ist Sanada die Position, wo man sagen kann, das ist derjenige, wo ich mir vorstellen kann, der turnt. Weil viele sagen, man hat so ein bisschen was angedeutet, auch mit den Tag-Teams, mit Evil, dass er nicht so ganz perfekt harmoniert und auch wie die sich so ein bisschen anschauen, zusammen agieren in Aktion, dass Sanada so ein bisschen eigenständig ist, sozusagen. Und ja, wie Jens gesagt hat, das ist eine New Beginning Show. Wäre es King of Pro Wrestling, na, könnte man, wären die Chancen auch auf demselben Niveau, auch wenn KOPW eine große Show ist, aber Dominion zum Beispiel, da wäre es durchaus möglich, dass Gedo sagt, so, ich gebe jetzt Sanada die Chance, dass mit ihm als Champ in den G1 gehen. Von daher, anderes Event, andere Chancen, würde ich dann so passend sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, als du über das Match gesprochen hast, Andy, der Vergleich mit WWE. Was mich bei New Japan so begeistert, jetzt auch, was ich vermerkt speziell darauf achte, die Moves sind nicht einfach so, ich ziehe jetzt den Move durch, sondern man muss wirklich für jeden Move kämpfen. Ich weiß, dass Jens, ich glaube, letztes Jahr war das bei den Omega-Okada-Matches, jedes Mal gelobt hat, dass die Wrestler auf dem obersten Seil sind und dann nicht einfach der eine den Superplex perfekt zeigt, sondern der andere, der den Move einstecken muss, wehrt sich und will den selber zeigen oder einen Front-Suplex zeigen und dann sind die beiden auf dem obersten Seil und wanken ziemlich, dass der eine den anderen Move irgendwie durchkriegt, dass man halt sich diesen Move, diesen Vorteil gegenüber dem Gegner erkämpfen muss, den ist bei WWE jetzt nicht immer häufig der Fall und auch das Selling, man bearbeitet das Bein oder im Vorfeld für das Match Strowman Reigns zum Beispiel, was weiß ich, was Strowman mit Reigns alles gemacht hat, einen Krankenwagen runtergeschmissen oder sonst was, um so ein bisschen die Rippen zu verletzen und Reigns läuft einfach mal 3 Spears, ohne irgendwie Schmerzen danach zu haben und es selbst gar nicht. Das ist das, was mich halt bei WWE halt so ein bisschen, das Vergleich mit dem Selling so ein bisschen hinterher hängt. Aber jetzt, wo ihr es gerade ansprecht mit Sanada, ich überlege gerade, nachdem Naito dieses Jahr das G1 gewonnen hatte, kamen doch die ganzen Ingobernables in den Ring und haben sich doch jeder in eine Ecke gestellt. Takahashi, Sanada, Evil und ich weiß gar nicht, wer der vierte war. Keine Ahnung. Und dann Bushi ist doch. Musste das dann sein. Bitte? Bushi. Bushi muss es gewesen sein. Und dann ist doch Naito zu jedem in die Ecke und hat jedem den Fistbump gegeben, meine ich. Und ich meine, dass Sanada da relativ sparsam zuerst geguckt hatte. Muss ich nochmal gucken. Also wenn das so ist, dann sind das natürlich Details oder Nuancen, die irgendwie dann tatsächlich schon passen könnten. Und ich habe mich damals gefragt, warum Sanada so böse guckt. Man ist doch eigentlich Best Friend. Aber ihr mögt recht haben, dass bei New Japan bedeuten solche kleinen Details tatsächlich ja wirklich was. Und ich habe mich damals gefragt, was? Naja, vielleicht tatsächlich. Sanada, also vom Wrestlerischen und vom Charisma, da steckt ja durchaus einiges hinter. Ja, und wie gesagt, Ghetto hat schon seltsame, oder seltsame kann man nicht sagen, aber ähnliche Entscheidungen getroffen. Aber wie gesagt, das Einzige spricht für mich dagegen, dass es eben wirklich eine kleinere Show ist, wo das Titelmatch stattfindet. Deshalb glaube ich nicht dran. Deshalb glaube ich dran, dass es einfach nur der letzte Gegner ist. Zum Rematch vielleicht bei Dominion zwischen Naito und Okada gehe ich mal stark davon aus. Ich glaube, vieles wird auch am New Japan Cup hängen. Gehe ich mal irgendwie davon aus. Das wird auch entscheidend sein, weil man könnte mehrere Leute hinstellen, je nachdem, ob Okada auch als Champion hingeht, weil das natürlich auch möglich ist, Okada gewinnt als Champion den New Japan Cup und dann gibt es ein Match zwischen dem Never Openweight Champion und Okada oder zum Beispiel Okada gegen den IC Champion. Hätte man, je nachdem, ob Tanahashi den Titel behält, Okada Tanahashi, aber diesmal in verkehrten Rollen oder auch das
Okada sagt als Sieger, okay, Kenny, ich will diesmal dein und mach's diesmal andersrum. Also der New Japan Cup wird auf jeden Fall spannend sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Typ wie Bad Luck Fale den gewinnt, auch wenn er letztes Jahr im Finale war. Aber das wird wirklich auch entscheidend sein, weil der Sieger bekommt ja bei Sakura Genesis Title Chance und da war ja Shibata letztes Jahr mehr als nah genug dran, den Titel abnehmen zu können. Dementsprechend wäre das dann, wenn Okada überleben würde, die Titelverteidigung Nummer 11 und er könnte dann quasi den Rekord einstellen, wenn man wirklich das, diesen Weg weitergehen möchte, weil das schon sehr dominant ist, wie man das aktuell durchzieht. Und dann würde am Ende dann bei Dominion Omega oder Naito, ich denke eher Naito, auch wenn das dann vor allem mit dem Hintergrund ist, dass es in Osaka ist und Naito und Osaka ja eine besondere Geschichte miteinander haben, dass Osaka ihn für immer und ewig ausbuhen darf, weil er das Versprechen gebrochen hat, quasi, weil er gesagt hat, gewinne ich den Titel damals nach dem ersten G1-Erfolg, gewinne ich den Titel nicht, dann dürft ihr mich ausbuhen, weil sie ja sehr unglücklich waren, dass Tanahashi nicht den G1 gewonnen hat, sondern Naito. Und das würde dann auch eine sehr interessante Stimmung dann in der Halle geben. Jo. Sind wir weit durch, oder? Jo. Jo. Gesamtfazit würde ich sagen, mich hat vor allem die Undercard dieses Jahr sehr beeindruckt. Also in den vergangenen Jahren war das ja immer so, dass 2-3 Matches wirklich so wirklich nicht so mein Interesse hatten, dass man da so ein bisschen abschalten konnte. Aber dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, dadurch, dass so viele Augen auch neue da waren, durch Jericho auch, dem man das ja hier wirklich mal sagen muss, ohne ihn wäre ja gefühlt nicht viele WWE-Fans mal vorbeigekommen, dass die Undercard sich gedacht hat, wir müssen unbedingt abliefern und wir müssen denen zeigen, dass auch wenn man auf dem ersten Platz ist auf der Card, dass man wirklich gutes Wrestling zeigen kann und deswegen haben sich alle wirklich nochmal 100% nochmal draufgelegt und wirklich alles gezeigt, dass man wirklich sagen kann, das Event war bis auf das Gauntlet und dann noch mit Abstrichen das Heavyweight Tag Team Match, war das wirklich eine unfassbare gute Veranstaltung. Jedes Match war was Eigenes. Du hattest wirklich keine Wiederholung, wie es zum Beispiel bei der WWE häufig ist. Jedes hat genug Zeit bekommen und dementsprechend wirklich ein tolles Event. Wenn ihr die Zeit habt, auch wenn es sehr lang ist, ich glaube 5 Stunden oder so geht das Event, schaut es euch einfach mal an. Werdet warm mit dem New Japan-Stil und die zukünftigen Live-Shows werden schneller vorübergehen, als ihr euch das, wenn ihr auf die Uhr gucken würdet. Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt, im Grunde, wie das jetzt bei New Japan abläuft. Also eigentlich, ne, oder eigentlich ist definitiv so, die 4. Januar-Show ist der Jahreshöhepunkt. Ne? New Year's Dash ist im Grunde der Startshow dann für die nächsten Monate. Sagt man ja bei der Preview schon. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Raw-Ausgabe nach WrestleMania. Jetzt geht's erstmal weiter mit, also generell kann man sagen, in New Japan ist vieles in Touren aufgebaut. Das bedeutet, es sind immer, keine Ahnung, es gibt zwischen 6 bis 20 Shows am Stück innerhalb von ein paar Wochen, wo dann meistens eine große Show am Ende drankommt, beziehungsweise die dann auf eine große Show hinarbeiten. Als nächstes ist jetzt erstmal die Fantastica Mania Show, die man jedes Jahr in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Promotion CMLL veranstaltet. Wir werden also viele mexikanische Wrestler mit dabei sein, Luchadores mit dabei sein. Da sieht man auch viele der New Japan Wrestler auch ein bisschen in einen anderen Stil gehen, eben halt ein bisschen in eher einen Lucha-Stil. Danach geht's weiter dann schon mit The Road to New Beginning. Das sind im Grunde die kleineren Shows, die man dort bockt, die auf die New Beginning Shows hinarbeiten, größtenteils eben mit Multi-Man Tag Team Matches. Ich glaube, einige davon, also von CMLL sind, glaube ich, 3 oder 4 Shows, die man live auf New Japan World ausstrahlen wird. Die anderen schaffen es dann meistens zumindest on demand noch drauf. Road to New Beginning bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber die Shows
maximal on demand, aber vermutlich gar nicht auf New Japan World. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal bekannt gegeben? Höchstens, was ich mir vorstellen könnte, die Shows in der Korakuen Hall. Dadurch bedingt, dass die immer so das Besondere sind, weil zum Beispiel, ich glaube, wenn ich die Tourcard richtig im Kopf habe, gibt es Elimination Match zwischen Chaos und LRJ, also so ein bisschen noch was. Ich glaube auch ein Titelmatch, ne? Deshalb. Ach ja, genau. Genau, also das wird dann sicherlich auf New Goto Japan gegen kommen. Goto und Okada fordern Evil und Sanada um die Heavyweight Tag Team Titel heraus. Ja, ich sehe gerade New Beginning. Zumindest die großen Events, Sapporo und Osaka, die sind auf jeden Fall live. Mhm. Für den Monat Februar hat New Japan noch nicht den Live-Kalender dargestellt. Das sollten wir auch mal in den Newsletter aufnehmen. Eigentlich mal jeden Monat die Shows, die live ausgestrahlt werden und die on-demand ausgestrahlt werden. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ja, das wäre eine gute Idee. Man kann zwar bei New Japan World die Mexiko-Events gucken, also die, ich glaube, das sind immer die Samstag-Shows. Mhm. Die sind aber nur für Japan. Da gibt es wegen offizieller Begründung, Copyright-Gründen, da streamt man das nicht auf New Japan World, kann man das außerhalb von Japan nicht sehen. Eigentlich absolut hirnrissig, weil New Japan, weil die gleichen Shows von CMLL auf YouTube veröffentlicht werden. Und da sind sie zu sehen. Ja. Und da ist nichts geschnitten. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das da nicht zeigt. Ja, also New Japan World zeigt ab und an mal Shows, je nachdem kommt es auch drauf an, mit englischen Kommentatoren oder ohne. Es gibt auch Shows, da gibt es gar keine Kommentatoren, sondern... Die ich meistens sehr, sehr, sehr entspannt finde. Ich mag das. Eine Hardcam, also quasi nur, dass man den Ring sieht und ein paar Zuschauer rein und man das Event quasi sozusagen als Fan miterlebt, nur man ist nicht vor Ort. Hat auch seinen Stil sozusagen und die Shows werden live übertragen. Der G1 wird häufig live übertragen. Ich glaube, letztes Jahr waren das gefühlt alle Matches, die man versucht hat, oder zumindest dann on demand dann nur die Turniermatches gezeigt hat. Nach New Beginning geht's eigentlich dann auch schon nach ein paar kleineren Touren, unter anderem mit Honor Rising, wo die Ring of Honor Leute dann in Japan ihre zwei Shows veranstalten, geht's dann auch schon mit dem New Japan Cup im März weiter, das dann zu Sakura Genesis aufbaut und das eigentlich das große Event ist, wo eventuell was passieren könnte. Und eigentlich danach kommt dann auch schon, wenn ich mal im Vergleich im letzten Jahr gucke, die Road to Dontaku Show und Hino Kuni, die ja vor 2 Jahren abgesagt werden musste wegen dem Erdbeben in der Region, dann ist man auch schon dann im Mai mit dem Best of Super Juniors 25 und dann sind wir dann auch schon die Tour danach im Sommer Dominion. Und ich glaube, im März ist die USA-Show, wenn ich mich nicht vertue. Da wird dann auch ein bisschen was angeboten werden. Und die wird auch, glaube ich, dann live zu sehen sein. Ich denke, man wird wieder Jim Ross und Josh Barnett wieder als Kommentatoren verwenden. Ich hoffe diesmal für Jim Ross. Er hat seine Notizen diesmal besser gemacht als beim letzten Mal. Weil da gab es ein paar Probleme von dem WWE Hall of Famer. Aber ansonsten sind das eigentlich die großen Shows live übertragen. Die Touren sind dazu da, die Shows aufzubauen, die großen Events. Und meistens, wenn das Match noch nicht bekannt ist für die große Show, gibt's dann in einem Multi-Man-Match pinnt dann Wrestler X, pinnt den Champion und kriegt dann für das Event ein Titelmatch. Die restlichen Show-Matches auf der Card werden dann aufgefüllt mit Multi-Man-Matches, ohne eine allzu große Bedeutung zu haben, und so geht New Japan quasi ihren Weg. Ich glaube, man kann es auch tatsächlich gut zusammenfassen. Also der Punkt ist, bei New Japan, das hat man schon gesehen, entweder es läuft immer darauf hinaus, dass Wrestler X Wrestler Y pinnt. Ne? Kann aber genauso gut sein, dass nach einem Titelmatch kommt jemand raus, der im Grunde den Champion herausfordert. Auch so ein typisches Beispiel. Oder du hast halt irgendein Engel, Wrestler X Wrestler Y attackiert. Im Grunde die Sachen hast du halt immer bei in der Vorbereitung zu so einem großen Event, auch manchmal bei den großen Events. Und dazu kommt eben halt das eben, und das lässt sich am besten damit beschreiben, dass New Japan eben halt das Ganze präsentiert eher wie eine Sportshow, und bei einer Sportveranstaltung würde niemand rauskommen und 20 Minuten eine Rede halten und dann würde es spontan ein Match angesetzt. Das würde einfach nicht passieren.
Ne? Also von diesen Gedanken muss man sich im Grunde verabschieden. Also das, was bei WWE oder bei Impact oder bei WCW passiert, wird hier nicht passieren, ne? Weil bei einer Sportveranstaltung würden die Booker nicht am Anfang der Show noch nicht wissen, was der Main Event wird. Ne? Und es würde einfach auch kein spontanes Match geben. Ist einfach nicht drin. Dementsprechend muss man hier ein bisschen anders rausgehen. Man hat hier keine eigentlichen 20-Minuten-Promos, sondern was man hat, ist im Grunde die Pressekonferenzen. Das bedeutet, vor großen Shows veranstaltet man Pressekonferenzen und dort halten die Leute ihre Promos. Und dort gibt es ja auch das ein oder andere Engel, gutes Beispiel eben, Chris Jericho und Kenny Omega bei der Pressekonferenz ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen, glaube ich sogar, war es. Eine Woche? Zwei Wochen? Eine Woche? Zwei Wochen? Ich glaube zwei Wochen, ne? Vor Wrestle Kingdom, wo man im Grunde sowas abzieht, was dann eben auch auf YouTube landet, auch auf New Japan World landet und was man sich dort angucken kann. Das ist dann halt nicht so gestaltet wie bei so einer wöchentlichen TV-Show, wie man es kennt. Aber es gibt in so einem Fall gibt's da sowas auch. Und gerade eben das Beispiel Jericho und Omega zeigt eben, wie großartig das durchaus sein kann. Das ist vielleicht der größte Unterschied, den man da hat. Und die wöchentliche Show, die es denn da gibt, die sowohl in Japan ausgestrahlt wird, als auch in den USA, kann man sich eigentlich in den meisten Fällen schenken, weil die beschäftigen sich eben dann mit den großen Matches bei den zum Beispiel Wrestle Kingdom läuft jetzt für mehrere Wochen. Da muss man sich nicht anschauen, wenn man Wrestle Kingdom gesehen hat. Bei New Japan, ne, im Grunde verfolgen, welche Touren gerade anstehen. Dort kann man sich dann, die wichtigen Matches werden veröffentlicht auf New Japan World, beziehungsweise auch die größeren Engels werden dort veröffentlicht und die Pressekonferenzen etc. pp. Darüber wird man im Grunde eingestellt auf die großen Shows, die man sich da angucken kann. Von daher ist das eigentlich im Grunde relativ entspannt. Also eigentlich reicht es vollkommen zu, wenn man ab und zu mal bei New Japan World reinschaut und guckt, was es da Neues gibt, wenn man es ganz genau nimmt. Und dann wird man immer auf dem Laufenden sein. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das für heute, oder? Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Andi, wie sieht's bei dir aus? Ja, ganz kurz, Show super. Diesmal besonders, was ich stark fand, die Undercard durch die Bank weg, stark. Und Main Events, wie gesagt, nicht enttäuscht. Alles andere als das sozusagen. Und ja, ihr wart ja schon bei dem Blick in die Zukunft. Da habe ich nichts zu ergänzen, außer dass ich ja darauf hoffe, dass Ishii den New Japan Cup gewinnt. Aber man darf ja noch träumen. Gut, das war's von mir. Jo. Dann, ja. Wir sind zu dritt, also müssen wir eigentlich fast eine klassische Verabschiedung machen. Ja, eigentlich schon. Okay, dann sagen Tschüss, sagt der Claudio. Der Andi. Und der Jens. Tschüss. Ciao. Tschüss.